klarzukommen und du danach auch eine Veränderung spürst, dann weißt du, aha, da ist was passiert. Du wirst wieder Muslim, hundertprozentig. Ja, natürlich. Ja, also wenn ich pädophil gestörte Neigungen habe, dann würde ich ja wieder zurückkehren. Ja, hast recht. Aber leider Gottes, also Gott sei Dank habe ich sowas nicht. Und ich überlasse das lieber anderen, die Sure 65 Vers 4 zu praktizieren. Und Mohammed als Vorbild zu nehmen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und mit 9 Jahren mit ihr schlief. Ein unreifes Kind, das mit Puppen gespielt hat. Weder physisch noch geistig war sie nicht bereit dafür. Ne? Und da müsst ihr euch mal vorstellen, da gibt es auch noch den Hadith, in dem die Mutter von Aisha sie so gefüttert hat, gemästet hat, damit sie so bereit ist für die Ehe mit Mohammed. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Ey. Einfach nur krank. Ja, stellt euch mal vor, ihr lebt da in der damaligen Zeit, da kommt ein 53-jähriger Beduine, fragt nach der Hand eurer Tochter, die 6 Jahre alt ist, und du als Vater, also wie Abu Bakr reagiert hat, aber ich bin dein Bruder. Und dann sagte Mohammed, aber ich bin dein Bruder in der Religion. Ah, ich habe es für mich erlaubt. Also der war fassungslos, der Abu Bakr. Ne? Jeder von uns würde so reagieren. Du bist doch mein Bruder, du bist doch in meinem Alter. Wie kannst du mich sowas fragen? Und dann antwortet Mohammed so mit einer Antwort, die man nicht erwartet hätte. So, ja, ich bin dein Bruder in der Religion. Aber ich habe es mir erlaubt, geh mal her. Das müsst ihr euch mal geben. Ey, was für Quellen die Muslime da in ihren Schriften haben. Gib mal her. Warte, ich such das gleich mal raus, da könnt ihr es mal sehen. Oder jemand, der hier gerade Google zur Hand hat, kann mal bitte jemand auf sunnah.com gehen und den Hadith mal eben raussuchen und hier reinposten, dass der Mohammed nach Aishas Hand gefragt hat und der Abu Bakr gesagt hat, aber ich bin dein Bruder. But I'm your brother. Und Mohammed sagt, I'm your brother in the religion, in the deen of Allah. But Aisha is lawful for me. Ja, geh mal her hier. Schön auf 6-Jährige. Beschämend. Beschämend. Und ihr müsst euch mal vorstellen, dass er das zeitlos gültige Vorbild ist. Wenn die Muslime also mit Pädophilie ein Problem haben, zusätzlich noch mit Kinderheirat, haben sie definitiv ein Problem mit dem Vorbild und dem Islam im Allgemeinen. Deswegen hat mein Bruder auch gestern gesagt, ihr Muslime dürft nie euren Mund aufmachen bezüglich von Kinderheirat und Pädophilie und sowas. Ne? Da, Sahih al-Bukhari 5081. Kann das mal bitte jemand hier anpinnen? Sheikh Yabudi. Kannst du das mal anpinnen? Oder die Hosts? Oder Post oder was? Ich bin ja der Host, Entschuldigung. Ich meine die Moderatorin. Halt deine Klappe. Warum denn? Seid ihr resistent in Sachen Beweise oder was ist das bei euch? Langsam wird's auch lächerlich oder was? Was? Sag mal, wo steht der Song Koran? Was für ein Song Koran? Genau, Sahih al-Bukhari 5081. Kannst du den mal bitte kopieren, den Text, und hier einfügen? Geht das von der Größe her? But I'm your brother. Das ist so schlimm. Ne? Abu Bakr hat genau richtig reagiert, so wie wir alle reagiert hätten, wenn ein älterer Mann zu uns käme und unsere Tochter heiraten würde von 6 Jahren. Das ist der Wahnsinn. Ja, komm doch rein, lad mich ein. Muss nur eine Anfrage schicken. Also, okay. Warte. Ab
habe ich doch. Okay, ja, warte. IS Abu Bakr, IS. Hier, guck mal. The Prophet Abu Bakr Asha's Hand in Marriage. Haben wir das Lied? Please stay away from Islam. Ach so, das Lied Stay Away from Islam. Ja, das müssen wir irgendwann mal raushauen. So als Gag. But I'm your brother, genau. Da ist das. 5081. Sahih al-Bukhari 5081, genau. Ich komme sofort und hol dann. Leute. Tsubasa, Was für ein Name, ey. Hey Amir, mein Lieber. Erstmal grüß dich. Warum nennst du dich Tsubasa? Weil ich wie Tsubasa bin. Ich schieße nur Tore. Und eins macht gegen dich. Ja, sehr gut. Ich hab auch sehr gerne diese Serie immer geguckt. Ja, die Serie ist unsere Kindheit, Amir. Mein Lieber, genau. Ich will... Du bist auch, glaube ich, in meinem Alter, ne? Ich will mit dir über den Islam gar nicht diskutieren. Ich will nur eine Frage stellen. Was sagst du zu den Pädophilen, die in der Kirche arbeiten und Kinder missbrauchen? Ja, die fahren zur Hölle, weil der Herr Jesus Christus sagt, jeder, der ein Kind anfasst, das wäre besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird und der ins tiefste Meer versunken wird. Ganz genau wie Mohammed ein Kind angefasst hat und dahin kommt, wo die Priester hinkommen. Wieso, was sagst du denn zu Mohammeds Fall? Du bist in dem Sinne, bist du neutral. Okay, korrekt. Und was sagst du zu den Juden? Du weißt, Juden mögen die Christen nicht. Ja. Und jetzt? Und Juden mögen Jesus nicht. Ja, aber nie sagst du was über die Juden. Immer über die Muslime, über dass die Muslime die Christen hassen. Ja, die Juden kommen auch nicht auf den Gedanken, uns den Schädel abzuschneiden und uns vor die Wahl zu stellen, entweder als Judentum zu glauben oder Schutzgeld zu bezahlen. Noch nie in Israel. Dann hast du noch nie diesen Marsch gesehen, wo die Christen dann auch verfolgt werden und geschlagen werden. Ja, habe ich ein bisschen was von mitbekommen, dass Christen ein bisschen dort angegangen werden. Aber im übertragenen Sinne musst du dir mal vorstellen, dass der Islam mit die extremistischste Glaubensgemeinschaft bildet, die die Welt jemals hervorgebracht hat.
Muss dir mal vorstellen, bei 1,6 Milliarden Menschen, wie viele Extremisten in dieser Religion gibt. Und dazu okay. ruft auch noch der Allah in Sure 9, Vers 5 auf, in Ayatul Saif, also das ist ja der Schwertvers, die gesamten Muslime dazu auf, die Götzendiener vor die Wahl zu stellen und sie umzulegen. Ne? Muss dir mal vorstellen, was das für eine Religion ist. Aber ich liebe deine Fantasien, wirklich. Warum Fantasien? Du bist ein herzensguter Mensch. Ich wünsche dir nur das Beste. Soll Allah dich recht leiten. Allah ist doch nicht Gott, Mann. Wie kannst du denn an einen Gott glauben? Länger wachsen lassen wie der Weihnachtsmann. Wie kannst du denn, mein Lieber, wie kannst du denn an einen Gott glauben, der zum Beispiel das gesamte Eisen der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und das in den Hintern der Menschen reinschiebt und das aus den Nasen wieder rauskommt? Sind wir hier bei der Herr der Ringe oder was? Ja, Allah ist der Herr der Ringe, genau. Amir, mein Lieber, ich wünsche dir was. Schönen Tag. Wie du gerade den Islam zerbombt hast, sag mal. Danke dir, mein Lieber. Ciao, ciao. Ich danke dir, wir danken dir. Ist das herrlich, ey. Sind wir hier bei Herr der Ringe? Hammer. Das hat er sehr gut erkannt. Sind wir denn etwa hier bei Herr der Ringe, ja Allah? Warum machst du denn sowas? Warum nimmst du das gesamte Eisen der Erde und formst daraus einen Ring und schiebst das in den Hintern der Menschen? Was soll das denn hier? Achtung, ich lese vor. Herr der Ringe, sehr gut. Der war wirklich gut. Sind wir hier bei Herr der Ringe oder was? Gepriesen sei Jesus Christus. Ich wollte eigentlich nur Gottes Lob an dich aussprechen. Ja, Halleluja. Ja, die Leute nehmen das hier auf jeden Fall ein bisschen falsch auf, ne? Aber naja, jeder kann ja interpretieren, was er möchte, ne? Ja, lass mich mal ganz kurz mal was vorlesen, warte. Ja, mach das mal. Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt hier kommt. Ja. Achtung, hört mal zu. Im Tafsir von Ibn Kathir, Band 8, Seite 216. Allah spricht, dann fixiert ihn auf einer Kette. Daraufhin wird der Mensch von 400.000 Engeln ergriffen und sie werden... Achtung! Und sie werden demjenigen sprechen. Allah verspürt eine große... Warte mal, Entschuldigung. Einen Moment. Allah verspürt eine große Wut für euch. Folgendes bezieht sich auf die Worte Allahs, die lauten, dann fixiert ihn auf einer Kette, deren Längen 70 Ellen misst. Hierzu sagt Ka'b al-Akbar, jedes ihrer eisernen Glieder wird dem gesamten Vorkommnis vom Eisen entsprechen, das in der Welt gefunden werden kann. Al-Afi berichtet, dass sowohl Ibn Abbas als auch Ibn Jurayz sagten, die Gesamtheit dieser Ellen entspricht der Größe des Unterarms eines einzelnen Engels. Ibn Jurayz berichtete, dass Ibn Abbas sprach, mit dann fixiert ihn ist dies gemeint, die Kette wird ihm in seinen Hintern eingeführt und aus seinem Mund wieder herausgezogen. Ey, das ist ja eigentlich krank, wenn man das so betrachtet. Warte, Alter. Warte. Dann wird er an dieser Kette aufgespießt sein, so wie Heuschrecken, die auf einem Stock aufgespießt und geröstet werden. Al-Afi bestätigt, dass Ibn Abbas sagte, die Kette wird immer tiefer in seinen Hintern reingeführt, solange bis aus seinen beiden Nasenlöchern herauskommt, woraufhin er nicht länger auf beiden Füßen stehen kann. Imam Ahmad zeichnete von Abdullah bin Amr auf, dass der Gesandte Allah sprach, wenn ein einzelner Tropfen Blei von dieser Kette das hier
Hierbei zeigte der Prophet auf seinen Schädel, durchschlagen soll und deshalb vom Himmel zur Erde herabgesandt wird, was für gewöhnlich 500 Jahre in Anspruch nimmt, würde dieser Tropfen Blei die Erde vor Anbruch der Nacht erreichen. Und wenn dieser Tropfen Blei vom einen Endstück der Kette, hiermit ist die Hölle gemeint, zur Erde reisen würde, bräuchte er 40 ganze Herbstzeiten, Tage und Nächte, um tief in dein Hintern oder aus dem Boden der Erde zu landen. At-Tirmidhi zeichnete diesen Hadith ebenfalls auf und sagte, dieser Hadith ist Hassan Sahih. Bam! Wow. Hey, wenn man das so betrachtet, ey, das ist krank, was die glauben. Aus Dingen, man legt das mal deren. Also muss Allah der größte Sadist sein, von dem man je gehört hat. Er nimmt das gesamte Eisen der Erde. Leute, das gesamte Eisen der Erde formt daraus einen Ring und schiebt das in den Hintern der Menschen rein und das kommt aus der Nase wieder raus. Hey, ich sag's dir, das ist doch nicht mehr normal. Das musst du den Leuten allen zeigen. Die kriegen Schock, die denken, was das für aber ein die Müll ist. Ja trotzdem nicht. Das ist ja das Problem. Die verstehen es ja trotzdem nicht. Die wollen es nicht glauben. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Kranke. Man zeigt es ihnen ja, man liest ihnen es vor, man zeigt ihnen die Hadithe, sonstiges. Sie glauben es nicht, sie verstehen es nicht. Ja. Dann kommt jemand mit den Ausreden, das ist anders gemeint. Du, nee, das war so nett. Das ist anders interpretiert. Das verstehe ich so ganz falsch. So nett, ne? Alter, ich sag's dir, ey, ich komme auf die Leute nicht klar. Alter. Eisen, das gesamte Eisen der Erde, das ist der absolute Wahnsinn. Nee. Wie Heuschrecken werden wir in so einen Spieß reingeknallt. Maschallah, Maschallah, mach nochmal. Mann, ja. Ey. Und das Ding ist, man sagt ja auch, die Tora kommt ja auch von Allah, ne? Aber ich weiß nicht, ob dir Mose 3,15 etwas sagt. Da wird ja gesagt, ich werde die Feindschaft zwischen dir und der Frau setzen, zwischen dir und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und ich werde ihn in die Ferse stechen. Ja, damit genau, ist das ist die Szene. Ja, genau. Und da wird er ja auch in die Ferse gestochen. Man sagt ja, die Tora kommt ja von Allah und ist ja eine Offenbarung sozusagen. Aber dann kommt ja 650 Jahre später nach dem Neuen Testament. Mohammed sagt, nein, das stimmt nicht. Das ist ja, what the hell? Ja, heftig, ne? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Die widersprechen sich, oder genauso wie die Erbsünde. Das ist ja genau wie Adam und Eva. Wenn Allah wirklich so allbarmherzig ist und alle Sünden vergibt, warum nicht Adam und Eva? Würden ja sonst Hammer, eigentlich mit Gott zusammenleben. Ja. Ach, Mann, ey. Gepriesen sei Jesus Christus, ey. Gottes Segen an alle Brüder und Geschwister. Amen. So, ich verabschiede mich auf jeden Fall. War schön, mit dir ein bisschen hier zu lachen, ne? Ja, man sieht sich wahrscheinlich öfters. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich, ja? Oh, danke. Dir hier auch. Hau rein. Ja. Jetzt lachst du noch. Jetzt lachst du noch. Aber warte, bis du wie ein Heuschreck aufgespießt wirst. Warte. Das ist unglaublich, ey. Jetzt lacht ihr noch. Wartet ab, bis ihr wie Heuschrecken aufgespießt werdet. Aber, ne? Bruder, was soll ich sagen, ey? Du tust meine Laune aufbessern. Lies mal noch einen Hadith vor. Hast du das gerade eben angepinnt, ne? Natürlich, aber du kennst doch ein paar mehr. Ich muss ein bisschen lachen zu meinem morgendlichen Kaffee. Hammer, ne? Jemand hat dir die ganze Zeit Lukas 2034 gepostet. Was wolltest du denn damit sagen? Das kann ja wieder nur ein Muslim gewesen sein. Glaub mir, der reißt das wieder aus dem Kontext. Jesus sagt, alle Kinder der Welt heiraten und heiraten lassen. Lukas 2034. Ja, lass uns mal zusammenlesen und im Kontext betrachten. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, die Kinder dieser Weltzeit
heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, das Himmelreich und die Auferstehung und den Toten, sie, die werden weder heiraten noch heiraten lassen. Damit hast du den Islam vernichtet. Damit ist Sure 55, Vers 56, indem ihr die Hurel Ein als Jungfrauen vorfindet, die sie heiraten werdet. Ich sage dir, kehre um von diesem Haufen und mit dieser Hurel Ein und diese Großäugigen, die da mit schwelenden Busen auf dich am Warten sind. Du wirst nur die Hölle sehen, glaub es mir. Der Herr Jesus Christus, der wahrhaftige Gott, sagt, ihr werdet weder verheiratet werden, noch heiraten. So sieht's aus. Es ist immer wieder lustig, wenn Muslime die Bibel lesen, wirklich. Es ist Wahnsinn, ne? Es ist Wahnsinn. Deswegen habe ich mich gefragt, ey, wenn die schon so die Bibel lesen, wie gehen sie dann mit ihrem eigenen Koran um? Ja. Das ist wie so ein Typ, die gehen genau so damit um. So als Situation könntest du das so beschreiben. Es ist jemand im Meer, er ist am Ertrinken und jemand reicht ihm die Hand, um ihn zu retten. Aber er denkt sich, ey, ich gehe jetzt sowieso sterben, ich ziehe noch 8 mit. Hammer, ne? So, wenn ich schon untergehe, ja, und, ich noch und was sagt der Herr Jesus Christus? Selber wollt ihr nicht hineingehen, aber die, die hineingehen wollen, hindert ihr auch noch daran. Es gibt ja Millionen von Muslimen, die gerne eine Entscheidung für Jesus treffen würden. Ja. Und da gibt es aber ihre Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, die sie daran hindern und sagen, ey, wie kannst du dich für Jesus entscheiden? Bist du krank? Bist du verrückt und so? So krank. So heftig ist das Ganze. So abnormal. Guck mal, ich lese euch mal ein Hadith vor. Dieser Hadith ist einer der krankesten Hadithe, finde ich. Es gibt natürlich auch lustige Hadithe, so wie der Amir immer vorliest. Die sind wirklich sehr lustig und auch sehr amüsant. Aber es gibt auch Hadithe, die wir wirklich tief einblicken lassen. Also wirklich, das war einer der Hadithe, die mich wirklich vom Islam weggetrieben haben. Alles auswählen. So, übersetzt man das. Aber das ist heftig, ne? Aber das ist heftig, dass Abu Bakr sagt, but I'm your brother, ne? Sahih al-Bukhari 5081. The Prophet asked Abu Bakr for Aisha's hand. Der Prophet fragte Abu Bakr nach Aisha's hand in der Ehe. Abu Bakr said, but I'm your brother. Aber ich bin dein Bruder. Der Prophet sagte, you are my brother in Allah's religion and his book, but Aisha is lawful for me to marry. Genau. Das Lustige ist ja, es gibt ja noch einen Hadith, wo Mohammed sein eigenes Kind nicht erlaubt. Ja, stimmt, das hat Rob Christie gezeigt, ne? Because ja. She's too young. Das möchte er dann nicht. Das möchte er dann nicht, weißt du, was ich meine? Guck mal, was in Sahih Muslim steht, Bruder. Das ist einer der schlimmsten Hadithe, finde ich. In Sahih Muslim 27:49 steht, by him, in whose hands is my life. Also in dessen bei ihm, in dessen Hände mein Leben liegt. If you were not to commit sin, wenn du nicht sündigen würdest, ja. Genau. Allah will sweep you out of existence and he will replace you by those people who would commit sin and seek forgiveness from Allah and genau. He will have pardoned them. Also, wenn du nicht sündigen würdest, würde Allah dich aus diesem Leben schmeißen und dich gegen Menschen austauschen. Ja, der würde dich aus diesem Leben schmeißen und dich gegen Menschen austauschen, die wo sündigen und damit die einfach nur da sind die ganze Zeit und sagen, Allah, es tut mir leid, bitte vergib mir Allah. Allah möchte einfach nur berühmt sein. Er möchte angebetet werden. Ja, Allah möchte berühmt sein. Allah möchte sein wie Justin Bieber. Er möchte berühmt sein. Er möchte angebetet werden. Wo war dieser eine Hadith nochmal mit Fatima und zu jung? Bruder, warte, ich suche ganz kurz nach. Ich habe den leider nicht aufgeschrieben. Ich versuche den gerade hier auf sunna.com zu finden. Ne? Ja, das Problem habe ich auch immer wieder. Warte. Ah, hier habe ich den schon, in Sunan al-Nasai. It was narrated from Abdullah bin Buraida that his father said, Abu Bakr and Omar, may Allah be pleased with them,
proposed marriage to Fatima, but the messenger of Allah said she's too young. Was für ein Hypocrit. Then Ali proposed marriage to her and he married her to him. Heftig, ne? Welche Nummer ist das, Bro, dass ich die auch gleich hab? Sunan an-Nasai 3221. Gut, weil ich hab das auch nicht gehabt. Ja, genau. Das ist ja von Darussalam veröffentlicht worden. Ich habe eiskalt mit jemandem geredet, mit einem Moslem, der sagt, das ist ja Darussalam. Der dachte, das ist sowas wie Sahih, Daif oder so. Ja, aber der Grad des Hadiths ist ja Sahih. Ja, Darussalam ist die Bücherverlag. Genau, der dachte, das ist, der sagt so, das ist Darussalam, das ist nicht Sahih. Ich dachte, Junge, weißt du überhaupt, was du redest? Das ist nur der Verlag. Ich muss einen Screenshot von das machen. So. Killer. So, was macht er jetzt? Wo ist er hingegangen? Wieder jemanden sein Paket abliefern. Solange Amir weg ist, kann ich euch, wenn ihr wollt, noch einen Hadithen vorlesen, der wo auch wieder tief blicken lässt. Wir alle wissen ja, wer zum Beispiel zumindest in der Bibel, wer in der Bibel die Schlange ist. Die Schlange ist ja in der Bibel der Teufel. Mohammed selbst beschreibt den Islam als eine Schlange, die wo zurück in ihr Loch gehen wird. Eine Sekunde, ich suche den Hadith für euch. Muhammad describes Islam as a snake. So, Hadith. Kennst du den Hadith, weil ich wollte den zeigen, während du weg bist, wo Mohammed den Islam selbst als Schlange beschreibt, die wo ganz am Ende seiner Zeit wieder in ihr Loch zurückkriechen wird? Nee, den kenne ich auch noch nicht. Pass auf. Aber das Heftigste ist, dass er schon wieder in den Hadithen gelogen hat mit der Spermien und das Überleben der Spermien. Ne? 40 Days musste man eingeben. Bruder, wo hat er einmal die Wahrheit gesagt? Ich suche wirklich immer noch einmal irgendeinen Ort, wo er auch mal einmal die Wahrheit sagt, wirklich. Es gibt nichts. Ich glaube, es gibt nichts, wo er die Wahrheit sagt. Also gut, dann gehen wir mal hier bei Sunna rein. Geh auf. Ich habe auch unglaublich 80 Reiter offen, glaube ich. Ja, hier, guck mal. Sahih Muslim 2643b. The creation of any one of you is like this, that semen is collected in the womb of the mother for 40 nights. And in the hadith transmitted on the authority of Shubba, the words are 40 nights and 40 days. And in the hadith transmitted on the authority of Jarir and Isa, the words are 40 days. Das ist aber wissenschaftlich eine Katastrophe. Ja. Yeah. Spermien können bis maximal 6 bis 7 Tage überleben. Wahnsinn, Leute, ne? Und Mohammed und den Hadithen vertrauen sie ihre Seele an, ne? Ist das zu fassen? Und das ist Sahih Muslim. Gibt's ja keine Diskussion darüber. Bruder, weißt du, warum es Muslime sagen? Ich weiß nicht, ob du bestimmt, natürlich weißt du es. Die sagen das nur deswegen, weil Mohammed wie viele Jahre nach seinem biologischen Vater auf die Welt gekommen. Ja, seine Geburt hat angeblich 4 Jahre gedauert, weil da Ungereimtheiten sind. Ja, Katastrophe. Die haben das nur deswegen, sagen die das, damit sie irgendwie seine Geburt rechtfertigen können. Wahnsinn, guck mal, ne? Hier steht's. Guck mal, ich hab's gefunden. That the messenger of Allah said, indeed, the religion with creep into the Hijaz. Ich weiß jetzt nicht, was Hijaz bedeutet. Just like a snake. Guck mal,
Wir wissen alle, dass das lange nicht. Hijaz ist doch eine Gegend in der Wüste. Hijaz-Gegend, Wüste oder was ist das? Ne? Muss man googeln. Kann sein. Aber guck mal, bei uns in Garten Eden, die Schlange war Satan. Guck mal, Mohammed beschreibt dir selbst den Islam als Schlange, als Satan. Guck, was hier steht jetzt. That the messenger of Allah said, indeed the religion will creep into the Hijaz, just like a snake creeps into its hole. And the religion will cling to the Hijaz, just like the female mountain goat, female mountain goat, cling to the peak of a mountain. Indeed, the religion began as something strange. And something strange. Yes. Genau, genau. Und wenn die Muslime mir sagen, dass der Islam am Wachsen ist und die ganze Welt islamisch wird, dann hat Mohammed dir eindeutig gelogen, weil der Islam kam als ein Fremder und wird als ein Fremder wieder gehen. Genau, genau. Also wieder eine Lüge. Er hatte nicht mal recht gehabt mit 50-50, da wo man 50-50 raten kann. Er hatte nicht mal die Prophezeiungen richtig. Bruder, gehst du wieder jemandem sein Paket geben? Soll ich euch wieder Hadith zeigen? Wollt ihr wieder ein Hadith haben, solange er weg ist? Okay, gerne, wieso nicht? Welche können wir zeigen? Genau, hier. Also, ihr wisst ja vielleicht alle, was die Tawaf ist. Das ist ja diese Praxis, die die Muslime machen, indem sie 7-mal den Stein in Mekka, die Kaaba, umrunden. Das ist ja eine muslimische Praktik. Sie beten ja sogar auch dorthin, 7-mal am Tag, wie ihr ja alle wisst. Jetzt zeige ich euch mal was. So, jetzt zeige ich euch mal was. Pass auf. Und jetzt hört gut zu. Dieser Hadith beweist, dass es die Tawaf bereits vor dem Islam gab. Jetzt zitiere ich, ich habe den Text mal so, dass es alle verstehen, mal ins Deutsche übersetzt. Pass auf. Früher verehrten wir Steine, und wenn wir einen besseren Stein als den ersten fanden, warfen wir den ersten Stein weg und nahmen den zweiten. Aber wenn wir keinen Stein bekommen konnten, sammelten wir etwas Erde, daher Erde, und brachten ihn dann ein Schaf und melkten das Schaf darüber. Also die haben so Schlamm genommen, haben das so angesammelt, als würden sie gerade so aus Sand eine Hüpfe, so eine kleine Burg bauen. Dann haben die ein Schaf über dieses gesammelte Dreck und Schund genommen, haben eine Ziege, Schaf darüber gemelkt, und dann haben die das so zusammengedrückt, dass es die Form von einem Stein hat. Und brachten ihn dann Schaf und melken die Schafe darüber. Und verrichteten den Tawaf um ihn herum. Als der Monat Rajab kam, nannten wir diesen Monat, um die Mittel militärischen Aktionen zu stoppen, den Eisenentferner. Denn im Monat Rajab entfernten und warfen wir die Eisenteile jedes Speers und Pfeils weg. Abu Rajab fügte hinzu, bla bla bla, ab da ist es eigentlich nicht mehr wichtig. Wichtig war nur das am Anfang, könnt ihr sehen. Das ist diese Tawaf, die die Muslime da praktizieren. Das gab es weit vor dem Islam bereits. Weit vor dem Islam. Und es gab auch, ich weiß nicht, ob der, wenn ich jetzt weiterrede, ob der Stream gestoppt wird, aber ich mache es mal trotzdem, damit hier ein paar Leute was lernen können. Es gab die Tawaf in anderer Form bereits vor dem Islam. Und zwar haben sie ja den Fruchtbarkeitsgott Baal angebetet, die Muslime.
Die Frauen, die wo sich ein Kind gewünscht haben, sie haben die Tawaf gemacht, gemeinsam mit ihren Männern. Was haben die Leute gemacht, beziehungsweise die Frauen? Die haben ihre Menstruation gehabt und haben die Tawaf praktiziert, haben während sie den Tawaf praktiziert haben, ihr Menstruationsblut mit ihren Händen genommen und auf diesen Stein geschmiert. Und die Männer, die den Tawaf mitpraktiziert haben, haben dann von diesem Stein das Blut abgemacht und bei sich untenrum in ihre Geschlechtsorgane damit mit dem Blut der Frauen eingeschmiert, damit der Fruchtbarkeitsgott ihre Gebete erhört, damit die Frau schwanger wird. Also, das ist eine tiefheidnische Praxis gewesen. Amir kommt genau dann, wenn ich fertig mit der Geschichte war. Ist nicht schlimm, Hauptsache, du hast den Leuten das so erklärt. Ich habe denen erzählt, wegen der Praxis des Tawafs, dass es schon gab vor dem Islam. Natürlich, natürlich. Du siehst auch in Sahih al-Bukhari, ich weiß jetzt nicht den Hadith-Nummer, aber kann man gleich rausholen. Wir waren es gewohnt, Steine zu suchen und uns vor diesen Steinen niederzuwerfen. Und auch immer, wenn wir einen schöneren Stein gefunden haben, Habe ich haben auch wir ihn gelesen. als Anbetung benutzt und ihn umrundet. Den habe ich schon vorgelesen, dass die dann Also so hast du Dreck vorgelesen, gesammelt siehst du? haben. Wer will Dr. Sheikh Abu mir was vormachen? Wer? Dann habe ich aber auch den anderen Hadith vorgelesen, den kennst du vielleicht auch, Welchen? dass die den, die haben ja den Fruchtbarkeitsgott Baal vorher angebetet, wo die Tawaf vollzogen haben, war es ja Hubal, Hubal meinst du? Hubal? Hubal, genau Hubal. Nicht Baal, Hubal. Hubal, sorry. Das war ja so, dass die Muslimas, nicht Muslimas, waren ja keine Muslime, dass die Frauen der Quraysh, dass die den Tawaf vollzogen haben, während sie ihre Menstruation hatten. Und sie haben das Blut ihrer Menstruation auf diesen Stein geschmiert. Und die Männer, die haben mit Tawaf gemacht, die haben das Blut dieser Frauen von dem Stein weggemacht und sich damit ihre Private Parts quasi eingeschmiert, damit der Fruchtbarkeitsgott sie mit einem Kind segnet. Das erinnert mich direkt an diesen Splatter-Hadith. Kennst du Splatter-Movie-Hadith? Bruder, das sind alles Splatter-Movie-Hadithe. Nein, aber da gibt es einen speziellen. Da gibt es Sag einen mal, welchen? speziellen, wo ein muslimischer Mann seine Frau umbringt auf einer bestialischen Art und Weise. Er setzt ein Dolch auf ihren Bauch. Sie war schwanger. Wo die Schnitt Schinken in die den Frau Beinen auf. hängen. Und dann kommt ein Baby zwischen den Beinen hervor Ich weiß, wie den und Nummer. sie Blut überströmt, sie tot, das Baby tot. Und dann sagt der Mohammed, wer hat diese Tat hier begangen? Da Ja. stand auf einmal der Muslim auf vor den ganzen anderen Muslimen. Dann setzte sich noch vor den Mohammed dahin vor ihm und sagte, ja, Rasulallah, ich habe das getan. Sie hat dich die ganze Zeit beleidigt und kritisiert und ich habe ihr gesagt, dass sie aufhören soll, aber sie hat nicht auf mich gehört. Ich habe Und den dann Hadith schon sagt er, rausgesucht. was sagt Mohammed, anstatt diesen Mann zur Rechenschaft zu ziehen? Oh, ihr Muslime, seid meine Zeugen, für ihr Blut ist kein Blut mehr zu bezahlen, weil Bruder, sie Mohammed kritisiert und beleidigt hat. Wahnsinn, ne? ich Du habe den siehst, Hadith schon rausgesucht. deswegen sagt dieser eine Salafist in diesem Video, dieser Salafi, weiß nicht, wie der heißt, der ist auch mit Abu al-Bala unterwegs. Das ist eine große Sünde, eine große Beleidigung, eine große Katastrophe, wenn man so Mohammed kritisiert oder gar Ja. beleidigt oder so. Das wird mit dem Tode geahndet, ne? Bruder, das ist, was du meinst, ist Sunan Abu Dawud 4361, das ist Sahih. Ich hab den Hadith schon rausgesucht. Sehr Auf gut. Deutsch, ich lese dir vollkommen auf Deutsch mal. Poste das mal bitte rein. Bind das mal bitte an, damit die Leute das auch haben. Die Nummer? Ja, also Sunan Abu Warte. Dawud, die Nummer, alles anpinnen. Immer Warte, wenn du ich muss etwas sagst, das ist nämlich gut, immer wenn wir über etwas reden, so müsste eigentlich der Moderator immer das anpinnen, auch, weißt du? Warte, Sunan Abu Dawud 4361. Also Moderator, ich tue das jetzt senden, pins ein. Weil ich weiß, jetzt kommen 1000 Nachrichten, damit das verschwindet. Ja.
Also, ich habe es gepostet, Sunan Abu Dawud 4361, ich poste es nochmal. Ja, mach mal, ich glaube, ich pinne das mal an. Das ist ein paar weiter drüber, Bruder. Es ist nicht so weit nach oben gegangen. Sunan, ich schreib's nochmal. Sunan Abu Dawud 4361. Jetzt. Wieder habe ich gemacht. Ja. Das ist Sahih Ja. von Al-Albani. Nee, ich kann das Unsere. nicht. Ich glaube, nur der Moderator. Die Alexa antwortet, mach das mal bitte, pin das mal bitte an. Ja, gib mir halt wieder Moderator, dann mache ich das selber. Also, ja, warte. Also, soll ich vorlesen, Bruder? Ja, mach mal. Pass auf. Und das ist noch das Kranke, wie der anfängt. Ein blinder Mann hatte eine Sklavin. Sorry, Leute. Ein blinder Mann hatte eine Sklavin, die den Propheten beschimpfte und herabwürdigte. Er verbot es ihr, aber sie hörte nicht auf. Er tadelte sie, aber sie gab ihre Gewohnheit nicht auf. Eines Nachts begann sie, den Propheten zu verleumden und zu beschimpfen. Also nahm er einen Dolch, legte ihn auf ihren Bauch, drückte darauf und tötete sie. Ein Kind, das zwischen ihren Beinen hervorkam, war mit dem dort befindlichen Blut verschmiert, also von dem Blut, was von der Frau runtergelaufen ist nach dem Dolchstoß. Finde ich Blut verschmiert. Als der Morgen kam, wurde der Prophet darüber informiert. Sorry, der Prophet sallallahu alaihi wasallam Benz AMG darüber informiert. Er versammelte das Volk und sagte: Ich beschwöre bei Allah den Mann, der diese Tat begangen hat. Und ich beschwöre ihn bei meinem Recht, dass er aufstehen soll. Der Mann sprang über die Hälse der Menschen und stand zitternd auf. Er saß vor dem Propheten Benz AMG A6 und sagte: Gesandter Allahs, ich bin ihr Meister. Also so viel zu Gleichberechtigung. Ich bin ihr Meister. Sie hat dich immer beschimpft und verunglimpft. Ich habe es ihr verboten. Aber sie hat nicht damit aufgehört. Und ich habe sie zurechtgewiesen. Aber sie hat ihre Gewohnheit nicht aufgegeben. Ich habe zwei Söhne wie Perlen von ihr. Und sie war meine Begleiterin. Letzte Nacht hat sie begonnen, dich zu beschimpfen und herabzusetzen. Also nahm ich einen Dolch, legte ihn auf ihren Bauch und drückte darauf, bis ich sie tötete. Daraufhin sagte der Prophet Benz AMG C63: Oh, seien Sie Zeuge für ihn, Ihr Blut ist keine Vergeltung zu zahlen. So sieht's aus. Du kommst immer genau, wenn der Hadith zu Ende ist. Ich kenne ihn ja. Ich meine nur für diejenigen, die ihn jetzt gerade nicht kennen. Nein, Wie gehst du, kommst, wenn der Adi zu Ende ist, immer zurück. heftig, ne, Leute? Da hat der blinde Mann eine Sklavin gehabt, die Mohammed nur so kritisiert hat und ihn eventuell so ein bisschen verunglimpft hat. Das reicht ja Bruder, schon Bruder, aus, Bruder, dass Bruder. der Typ sie massakriert hat und der Typ auch noch davonkommt. Ne? Für den Tod wurde es ja nicht gesühnt. Kein Sühneopfer für ihr Tod. Bruder, da fragt einer, was ist damit, also was ist schlimm daran? Erklär ihm mal, was schlimm Ja, da daran siehst ist. du mal, was für ein krankes Verstand. Ne? Was für ein kranker Verstand. Erklär ihm mal, was schlimm daran ist. Er sagt, was ist schlimm daran? Er sagt, was ist schlimm daran? Also das zeugt wirklich, allein der Kommentar zeugt von wirklich gesundem Geist. User sagt, wie kann man ohne Ahnung reden? Es tut mir leid, User, das sind deine Quellen. Wenn sie dir nicht gefallen, dann werd Apostat.
Dann werd Apostat, wenn dir deine Quellen nicht gefallen. Das gilt auch für alle anderen. Wenn euch eure Quellen nicht gefallen, dann werdet doch Apostaten. Danke für das Kompliment. Aber ich glaube, sobald sich zwei Menschen einig sind, harmonieren sie immer gut. Ich kann euch andere Hadithe zeigen, solange der Amir weg ist. Ich kann euch auch zeigen, dass der Prophet Mohammed es nicht so besonders ernst nahm mit seinen eigenen Strafen. Was meine ich damit? Er war bestechlich. Kann ich euch da auch zeigen. Also das Problem, dass Politiker bestechlich sind, dieses Problem gab es nicht nur damals, dieses Problem gab es auch schon in der Vergangenheit. Politiker waren bestechlich, kann ich euch auch zeigen. Warte. Jesus Christus, was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich muss einige Reiter zumachen, weil ich habe zu viele. Ja. So, hier öffnen. So. Also es war nicht so, dass Mohammed ein Mann war, der wo ein Mann ein Wort sagt, man ja immer gerne. Es war nicht so. Mohammed hat auch andere Seiten gehabt. Beziehungsweise, was will ich damit sagen? Dieser Mann war bestechlich. Abu Huraira und Said bin Khalid berichteten, zwei Männer stritten sich im Beisein des Gesandten Allahs, Benz AMG. Einer von ihnen sagte, O Gesandter Allahs, richte zwischen uns nach Allahs Gesetzen. Der andere, der klüger war, sagte, Ja, O Gesandter Allahs, zwischen uns, richte zwischen uns, gemäß Allahs Gesetzen, und erlaube mir zu sprechen. Der Prophet sagte, sprich. Er sagte, mein Sohn war ein Arbeiter, der dabei diente, und er beging illegalen Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Also es handelt sich hier dabei zwei Mitarbeiter, die wo gemeinsam gearbeitet haben, und der eine hat mit der Frau des anderen geschlafen. Die Leute sagten, mein Sohn solle gesteinigt werden. Also sein Vater nimmt jetzt die Person, die Anwaltsperson für seinen Sohn ein, damit sein Sohn nicht gesteinigt wird. Sagte hier, Geschlechtsverkehr mit seiner Frau, die Leute sagen, mein Sohn solle gesteinigt werden. Aber ich habe ihn mit 100 Schafen und einer Sklavin freigekauft. Dann fragte ich die gelehrten Leute, die mir mitteilten, dass mein Sohn 100 Peitschenhiebe erhalten solle und für ein Jahr ins Exil gehen würde und dass die Steinigung das Los für die Frau des Mannes sein würde. Der Gesandte Allahs, Benz AMG, sagte, in der Tat, bei ihm, in dessen Hand meine Seele ist. Also, Mohammed war auch bestechlich. Nix ein Mann, ein Wort. Der Mann war auch bestechlich. Nix ein Mann, ein Wort. Ja, der war nicht ein Mann, ein Wort. Der war bestätigt. Übrigens, da steht in Sahih al-Bukhari, Hadith 6633. Der Mann war bestechlich. Und darüber gibt es mehrere Hadithe, dass er bestechlich war. Ein Mann, 1000 Lügen. Dann genau das trifft's. Ein Mann, 1000 Lügen. Das ist eine gute Beschreibung. So, mal gucken, wer hier drin ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Gott segne dich und deine Familie. Morgen. Guten Morgen. Ich habe mal eine Frage, Jungs. An was glaubt ihr? Ihr seid ja religiös, oder? Ja. Religiös sind wir nicht, nein.
Ihr seid gar nicht religiös. Hey, was haben wir mit Religion zu tun? Ja, weil ihr redet ja die ganze Zeit über Religion. Das heißt, du bist kein Christ, ja. Kein Gläubiger? Ich bin aus dem Islam rausgekommen und er genauso. Und wir warnen andere Menschen, die im Islam drin sind, nicht zu glauben, dass der Islam die Wahrheit sei. Okay, und an was glaubst du jetzt? Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, der für meine Sünden gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist. An diesen wundervollen Gott glaube ich, der mir nicht befohlen hat, ein Kleinkind zu heiraten, der nicht befohlen hat, Frauen zu vergewaltigen, der nicht befohlen hat, Dieben die Hände abzuschneiden, warte, der nicht befohlen hat. Okay, verstehe. Eine Frau schon, mit lüsternen Blick anzugucken. Okay, ich verstehe, okay. Tamam, das ist schon genug dein... gewesen. Okay, hat dein Jesus gesagt, dass du Fitna machen sollst und über den Islam schlecht reden sollst? Hat ja, Jesus, der Herr Jesus Christus hat was? Gesagt, ihr sollt eine Gemeinschaft mit der Finsternis haben, ihr sollt sie viel mehr aufdecken. Amen. Und der Islam ist ja für uns die Finsternis pur, verstehst du? Amen. Und du meinst, der Islam ist Finsternis pur, ja? Ja, ja hast du das alles nicht zugehört? Scheich, du sei mal ganz ruhig, weil du bist einer, der einfach nur ein Mitläufer ist. Warte bitte, ja. Ich hab, rede mit mir, was möchtest du denn wissen? Na, ich wollte gerne wissen, als du ein Muslim warst, ja? Ja. Hast du auch so gepredigt über den Christentum und über den ganzen anderen Glauben? Hast du auch Hasspredigt gemacht und hast du auch Aufklärungen gemacht? Was meinst du mit Hasspredigt? Also wenn ich zum Beispiel aus den Schriften vorlese, ist das dann Hass? Nein, du verbreitest momentan, du und die anderen Jungs hier verbreiten was Schlimmes. Also ihr verbreitet nicht Hass, sondern ihr hetzt. Was ist das denn für eine Hetze, wenn wir die Schriften vorlesen? Also nein, sagst du, dass deine Schriften Hetze sind? Guck mal, die Schriften, was du liest, die verstehst du gar nicht mal richtig. Ich weiß nicht, was für eine Religion du praktiziert hast, aber anscheinend habt ihr den Islam falsch verstanden. Und ja, kannst du das akzeptieren, was wir gerade vorgelesen haben? Guck mal, du bist ein Ex-Muslim. Guck mal, du bist ein Mensch, der bestimmt Gehirnwäsche bekommen hat und damit nicht klargekommen ist. Ja? Nicht damit klarkommen. Was für Gehirnwäsche, Mann? Man sieht das doch dir an. Man sieht das dir und deine Kollegen an. Guck mal, wegen euch kommt. Siehst du, wie unfähig bist du? Siehst du, wie unfähig du gemacht worden bist, so Kritik anzunehmen und das Ganze auch auf dich einwirken zu lassen, dass du sagst, mit sowas will ich überhaupt gar nichts zu tun haben. Merkst du? Guck mal, das ist kein Kritik, ja. Das hat überhaupt nichts mit Kritik zu tun, sondern so wie ihr aufklärt. Womit denn sonst? So wie ihr aufklärt, ist 100% falsch. Ja, wenn 100% ihr, falsch. Na, 100% wie ihr aufklärt, ist es falsch. Soll ich dir sagen, warum? Ja, du siehst ja, dass sehr viele Menschen aufgewacht sind durch die ganze Arbeit. Genau, du sagst das, durch die ganze Arbeit, das ist für euch Arbeit. Ihr seid Arbeiter von irgendeinem Dajjal, ihr seid Mitarbeiter von irgendeiner Organisation. Nein, mein Lieber. Du hast das wirklich ich diene dem Herrn Jesus gesagt. Christus und nicht dem Dajjal. Der Dajjal ist der Allah selber. Du weil hast, er leuchtet ja. Du warte, ich sag dir auch warum. Denn in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22, mal, ist es, wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und jetzt kannst du zu Sura al-Tauba gehen, Aja 30, und dann sagt Allah, ich habe keinen Sohn, und wer auch immer sagt, dass ich einen Sohn habe, der sei verflucht. Ich bin von niemandem der Vater, gar nichts. Somit ist der Islam als eine antichristliche Religion vom Antichristen entlarvt. Hör mal zu, guck mal, die Sache ist, man sieht das, also die Leute, die verstehen, sieht, dass ihr einfach gebildete Leute seid, die das studiert haben, damit ihr diese Fatwa jetzt auf dem Internet und egal wo ihr auch seid, zu begehen. Und das, was ihr macht, ist eine hundertprozentige falsche Richtung. Ja. Warum? Und ich sag dir warum, weil guck mal, du kommst mir direkt mit Versen und... Ja, aber was soll ich denn sonst kommen? Mit RTL 2? Dann würdest du sagen, siehst du, wie Gehirn gewaschen du bist von RTL und sagt 1 und ZDL? Musst du das schon wieder sagst, Mann? Ich sag dir was. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass du niemals von Herzen den Islam praktiziert hast. Du hast ach nein? Ach nein? Nie. Ach nein? 100%. Woher willst du das denn wissen? Was meinst du, wie ich den Islam geliebt habe, als ich die ganze Zeit im Islam drinne war? Was meinst du, wie sehr ich den Islam geliebt habe? Das glaubt man nicht. Weißt du warum? Ja, das glaubt man nicht, weil ich jetzt zurzeit so eine, weil ich jetzt alles herausgefunden habe über den Islam und mir dachte, wie kann das sein, dass wir seit so vielen Jahrzehnten angelogen worden sind von unseren eigenen Imamen und Schiuchs? Wie kann das sein?
Du wurdest anscheinend angelogen, nicht wir. Nee, du wurdest anscheinend angelogen. Nein, du sagst du mir, warum kommst ja nicht, du mit Verse? Da habe ich zu dir gesagt, ja, was soll ich denn kommen? Mit Mickey Mouse Heft oder was? Mit Sat1, ZDF und WDR? Da würdest du sagen, du hast eine Gehirnwäsche bekommen. Dann guck kann mal. Man sagen, ja, okay, du hast eine Gehirnwäsche bekommen. Aber doch nicht zu glauben, wenn ich die islamischen Schriften aufschlage, dass dann sich nicht so Wahnsinn drin befindet oder was? Du bist doch das Ganze durchgehen. Das ist eine arabische Schrift. Das hat nichts mit islamischer Schrift zu tun. Das ist eine arabische Schrift. Ja. Man merkt, dass ihr einfach nur... Ja, aber reicht das nicht aus, dass wir das übersetzen können? Jede Sprache kann man auch übersetzen, darf mein Lieber. Einfach mal wieder was dazu kurz Sache, sagen? Guck mal, die Sache ist, ihr seid hier, ihr seid drinnen, ich verstehe nicht, was eure Mission ist. Ja, ihr könnt ja. Das gerne... Ihr ja, und so meine Mission ist es, die Finsternis aufzudecken, dass die Muslime aufwachen, in was für einer Religion sie sich eigentlich befinden. Verstehst du? Damit sie eine Möglichkeit haben, darüber nachzudenken und nachzusehen und sich eingestehen, das ist doch keine normale Religion mehr. Das hat ja nichts mehr mit einer normalen Religion zu tun. Das hat den Anschein einer Religion, aber es ist gar keine Religion. Darf ich was dazu sagen, ganz kurz? Guck mal, der Islam tut sich ja selbst nicht. Warte mal ganz kurz, lass mal. Ist ein Dialog, lass mich mal auch einen Satz dazu sagen. Okay, und deswegen. Ja, lass mich auch mal einen Satz dazu sagen. Ist ein Dialog, deswegen. Also. Der Islam selbst hat ja nicht den Anspruch, eine Religion zu sein. Der Islam selbst definiert sich ja als Dien. Erstens das. Zweitens, wenn du sagst, wir hätten den Islam falsch verstanden, möchtest du damit irgendwie sagen, dass Allah falsch lag, indem er über hunderte Male im Koran sagte, dass der Koran ein klares Koran klar ist. Klar und deutlich, für jeden verständlich. Möchtest du jetzt damit sagen, dass Allah irgendwie sich falsch geäußert hat? Dass er nicht die richtige Wortwahl getroffen hat? Oder was willst du sagen? Der Roy Rick hat auch Anfrage gestellt, das ist ein sehr guter. Nur das ist stimmt, ja. Nein, ich will dazu sagen, ja, dass anscheinend sehr viele Leute das so verstehen, ja, so zu verstehen, ohne den Tafsir. Es gibt Tafsir, es gibt tausende von Büchern, das ist nicht nur der Koran. Ja, du siehst doch, dass wir auch Tafsiri zitieren. Du siehst doch, dass ich Ibn Kathir zitiere. Du siehst doch, dass ich Al-Qurtubi zitiere. Du siehst doch, dass ich Al-Tabari zitiere. Du siehst doch, dass ich Al-Jalalain zitiere. Was soll ich noch tun? Das stimmt nicht. Was du tust, ist. Soll ich doch Rudi Carell zitieren oder was? Amir, du kannst ihn nie recht. Arbeit, wie du gesagt hast. Du arbeitest für keine Ahnung, für welche Organisation. Amir, du kannst ihn nie recht machen. Was sagst du? Du wirst es ihm nie recht machen können, Armin. Ich arbeite niemals für eine Organisation. Wenn ich für eine Organisation arbeite, dann will ich doch nicht hier die ganze Zeit rumfahren. Das hat ja nichts damit zu tun, ob du rumfährst. Was für einen Sinn ergibt das denn dann? Dann würde ich doch zu Hause sitzen den ganzen Tag und würde ja von irgendwem bezahlt werden, oder? Das spielt doch keine Rolle, du wirst trotzdem bezahlt. Ob du jetzt. Ja, wie? Das spielt doch keine Rolle. Wenn die Leute. Ich muss doch für mein Unterhalt arbeiten gehen. Was habe ich denn mit Organisation zu tun? Oder du musst ihn muten. Da hat einen Rücklauf. Der widerspricht sich in seinen eigenen zwei Sätzen. Da stellt jemand Anfrage, dieser Roy Ricky. Das ist ein sehr, sehr guter, nur dass du Bescheid weißt. Ja, okay, ich hol den gleich mal rein. Royal Ricky. 960 heißt der, ja. Das ist ein sehr, sehr guter. Ja, aber wir waren, warte mal. Scheiß, warum sagst du, dass ich mich widerspreche? Du hast dich selber widersprochen in ein, zwei Sätzen. Mit du was sagst denn? Du sagst die ganze Zeit, dass wir den Islam irgendwie falsch verstanden hätten. Danach sage ich dir, es gibt Verse im Koran, die sagen, dass der Koran der klare Koran ist, für jeden leicht verständlich ist. Und dann frage ich dich, willst du damit sagen, dass Allah irgendwie die falsche Wortwahl getroffen hat oder so? Und allein dein Nein sagt, dass du dich bereits widersprochen hast.
Meinst du, ja? Und deswegen Mann, ja, deswegen meine ich. Leben die Muslime nicht so dieses Leben, wie du es gerade erklärst. Wovon redest du denn gerade? Was meinst du gerade? Ihr erklärt doch immer wieder mit unserem Propheten, er hat so gemacht und die Muslime machen das und die Muslime haben immer nur Hass und die Islamen müssen. Mein Freund, es war dein Anspruch zu sagen, wir haben etwas falsch verstanden. Warte kurz. Du hast gesagt, wir haben etwas falsch verstanden. Du hast Amir hier ganz klar Vorwürfe gemacht. Du hast um Tafsieren, Mafsieren etc. gesprochen. Was macht denn Amir den ganzen Tag? Er zeigt dir doch Hadithe, Tafsire, Gelehrte, er zeigt dir alles. Und trotzdem bist du nicht zufrieden. Das kann trotzdem nicht mehr wahr sein, ehrlich. Das kann echt nicht mehr wahr sein. Was soll er noch machen? Er soll einfach aufhören, darüber zu reden am besten. Aha, ich will, dass ich nicht mehr darüber rede. Ja. Das ist dein einziger Problem. Er will nicht, dass ich den Islam so als das darstelle, was in Wahrheit ist. Nämlich die größte Lüge der Menschheit. Wenn das doch die Wahrheit wäre, wenn das doch jetzt die Wahrheit war er einmal wäre, erklärst, ja, dann würde doch das alles gar nicht so sein, wie es jetzt ist, oder? Dann würden doch die Muslime das genau machen, was du die ganze Zeit sagst. Wo siehst du das? Ja, die Muslime sind in der Unterzahl. Am liebsten würde ich ja schon loslegen. Wo sind die Muslime? Aber wir haben doch nicht die Stärke erreicht. Ganz genau wie Mohammed damals. Wo, als er in einem machtlosen Zustand war, hat er den Leuten nur von so normalen Zeugs gepredigt. Als er auf einmal die letzte Etappe in seinem Leben, die Surat At-Tauba, von Allah bekommen hat, also von seinem Engel da, Engel Jibril. Da hast du gesehen, wie sich der Ton auf einmal verändert hat und er die Menschen gezwungen hat zum Islam. Das sind Versen, die abgesendet wurden. Das ist doch normal. Der Koran kam doch nicht von einem auf den anderen Tag. Die Verse ja, habe ich doch gerade eben gesagt. Richtigen Zeitpunkt. Ist Kontext ist die Sura At-Tauba die letzte Etappe in Mohammeds Leben. Und du siehst, dass die Sura At-Tauba direkt nicht mehr mit im Namen Allahs des Barmherzigen, des Gnädigen anfängt. Keine. Allah ist nicht mehr barmherzig und gnädig. Jungs, ihr seid echt die schlimmsten Menschen, die man hier auf TikTok jetzt sieht. Ich sag euch nur eins, ihr seid wirklich so krass ungläubige Leute und das ist ja. Ich danke dir für das Gespräch. Gott segne dich. Beschämend, dass ihr das eindeutig das Al Jazeera geschaut. Das bringt nichts mehr. Das bringt da nichts mehr. Er war nicht mehr offen. Es war noch zu. Ja. Er kann das dann nicht mehr ertragen, dass dann jemand da ist, der das Ganze. Al Jazeera TV hat gewissen Einfluss auf ihn gehabt. Ja? Man sollte sich nicht immer nur von einer Quelle speisen. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, Gott segne dich und deine Familie. Danke, bei dir auch. Ich grüße dich. Also erstmal möchte ich dir danken für das, was du hier machst. Also ich bin sowas von begeistert, ohne Scheiß. Ich sehe dich heute das erste Mal. Ich weiß nicht, warum ich noch nie auf dich aufmerksam geworden bin. Aber Respekt, Hut ab. Ich habe Gänsehaut bei dem, was du sagst und machst. Das ist der Wahnsinn. Und den Mut, den du dafür aufbringst, ich weiß nicht, wo du den hernimmst, aber Wahnsinn. Bitte, bitte mach genau so weiter. Das ist ja der Hammer. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, uns gebührt keine Ehre. Amen. Du, ganz ehrlich, an dieser Stelle, da gebührt dir Ehre. Da gebührt dir auf jeden Fall Ehre. Weil wenn man sowas macht, weil alleine dieser Mickey, der da eben war, der beschwert sich über etwas und macht am Ende genau das Gleiche zu Oberzeugs. Weißt, das kann doch nicht wahr sein. Am Ende sagst du Wahrheiten und diese Wahrheiten tut er ab, weil er seinen Islam dann nicht in das richtige Licht gerückt zieht? Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Ja, die möchten einfach, dass du nicht ihre Religion sozusagen exposed, als das, was sie ist, nämlich die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Muss dir mal vorstellen, wie viel der Koran an Unwahrheiten in die Welt gesetzt hat. Das ist eigentlich ein Verschwörungstheoretiker-Heft. Nichts anderes. Eine gesamte Verschwörungstheorie gegen die Bibel. Ja, Ich bin in der Thematik nicht so weit drin. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass egal, was im Koran drin steht, am Ende mit der Scharia und das mit dem Menschenrecht selbst nicht vereinbar ist. Das kann nicht wahr sein. Das ist, für mich ist das ein undenkbares Ding. Das frage ich mich ganz ehrlich. Egal, was ein Mensch getan hat, egal, wie er Fehler gebaut oder was er auch immer falsch gemacht hat oder auch gerade in der Frauenwelt, was da los ist. Niemand hat verdient, so behandelt zu werden.
Und der Koran verteidigt das mit seinen Schriften. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Nicht mal ein Tier hat das verdient. Also ich bin. Ja, du siehst ja, dass wir als die schlimmsten Tiere bei Allah sind, ne? Die Ungläubigen sind als die schlimmsten Tiere zu betrachten. Du weißt, wie man mit Tieren im Islam, als er dann umgeht, ne? Dass man sie dann ich auch dementsprechend. Ich war vor kurzem, gar nicht lange her, eine Woche oder so, war ich in einem Live drinne. Und ich wurde begrüßt mit, und ich sage nochmal ausdrücklich, ich bin in der Thematik nicht drinne. Und dann hatten wir, wie begrüßen sich Muslime nochmal? Ich vergesse das immer. Salamu alaikum. Genau, so wurde ich begrüßt. Und ich sag moin moin, alaikum zurück. Weißt? Es war einfach nur, weil für mich ist das so, ich komme aus dem Norden, für mich ist die Begrüßung moin moin. Weißt, ich fand das auch nicht als schlimm. Ich habe das noch nicht mal als schlimm angesehen. Ich habe echt gedacht, das ist ein salopper Scherz und ich begrüße einfach zurück. Weißt du, was ich gesagt habe? Ja, du hast gecheckt gehabt und dann haben die dich natürlich direkt verurteilt oder was, ne? Moment mal, verurteilt? Weißt du, was ich zu hören gekriegt habe? Möge man dir deinen Kopf abschneiden und in deinem Blut baden. Das ist kein Spaß. Da hast du mal wieder die Liebe. Da kam diese Liebe zum Vorschein. Oh, welch eine Liebe. Ich bin sehr, sehr begeistert und überwältigt über diese wundervolle Liebe von meinen ehemaligen Glaubensgeschwistern. Oh, was für ein Kalb die haben. Was für ein Herz. Oh. Aber Roy, das ist ja auch der Grund, warum ich in deinen Streams oft bin. Damit du jemanden hast, der sich in der Theologie auskennt. Deswegen bin ich ja oft in deinen Streams. Ja, du, ich danke dir auch dafür, Shake. Und ich finde auch immer die Videos von dir, die du mir schickst, finde ich auch shake, ganz aufmerksam. Shake the booty. Das ist Dr. Shera Boamir. Aber ich mache ja am Ende, Amir, mache ich das was Ähnliches wie du. Ich sorge für Wahrheiten, für Aufklärung, einfach nur, um die Leute ins Gespräch zu bringen, weißt? Und komm nicht mit irgendwelchen Halbwahrheiten um die Ecke. Genau das Gleiche machst du in diese Richtung. Und ich respektiere das so sehr. Ich finde das so toll, ohne Scheiß, ohne dir in den Arsch kriechen zu wollen. Aber Fakt ist eins, bitte behalte das bei, Alter. Bitte mach da genau an der Stelle Gott immer so weiter. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Roy, wusstest du, dass der Armee bereits versucht worden ist, zweimal umzubringen? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Weil du die Wahrheit sprichst. Der kam sogar im Fernsehen. Weil du die Wahrheit sprichst? Du, der Innenminister Reul. Reul hieß der, glaube ich, gell, Amir? Ja, genau. Der Innenminister Reul hat sogar eine TV-Ansprache deswegen gehalten. Moment mal. Wenn der Islam so toll ist, wie kann das sein, wenn ein... Der Islam ist Frieden und wer was anderes sagt, den bringt er zum Friedhof. Ja, das ist, was ich gerade sagen wollte. Das kann doch gar nicht sein, das verstehe ich nicht. Wenn du deine Ansicht hast, deine Ansicht vertrittst und das sogar noch in einem christlich geprägten Land, wo Meinungsfreiheit ja wirklich was ganz Großes sein sollte, wie kann das sein, dass man dabei bedroht wird? Und da unabhängig davon, ob du recht haben magst oder nicht, obwohl du recht hast mit dem, was du sagst. Aber da redet er am Ende noch nicht mal. Ey, das ist ja der Hammer, Alter. Ist das echt wahr? Ja. Es stimmt tatsächlich. Guten Morgen. Hallo, Banan. Guten Morgen. Roy, wenn du möchtest, kann ich dir mal, er hat es ja mal in einem seiner Streams gesagt, wenn du willst, kann ich dir mal einen Ausschnitt zu einem seiner Streams schicken, wo er das auch zeigt. Ja, gerne, unbedingt sogar, möchte ich unbedingt sehen. Also, du bist ja auf TikTok völlig an mir vorbeigegangen und auch in der Medienlandschaft anscheinend. Also, jetzt respektiere ich dich noch viel mehr, ohne Scheiß. Ich habe mal eine Frage. Ich wurde letztens, und ich bin wirklich unwissend, was das angeht, und ich maß mir nicht an, irgendwas hier rauszuhauen, was ich nicht weiß. Aber wenn ich Fragen gestellt bekomme und da zum Nachdenken bewegt werde, bin ich auf jeden Fall ein Mensch, der das hinterfragt und prüft für mich selbst, um mir eine eigene Meinung bilden zu können. Mir wurde mal gesagt von einem Ex-Muslim, dem ich aber nicht so richtig traue, dass das ein Ex-Muslim ist, weil der fragwürdige Aussagen tätigt. Aber das ist was anderes. Der
ich wurde darauf hingewiesen, dass der Bart in den muslimischen Welten für Männer ein sowas ist wie eine Kippa für den Juden beispielsweise. Weißt du, wie ich meine? Ja, der Bart wachsen zu lassen ist eine Pflicht im Islam. Es ist Sunna. Und wenn du den nicht wachsen lässt, ist das erstmal so eine kleine Sünde halt. Ne? Wie ist das bei dir höchstpersönlich? Ist das jetzt bei dir so, dass der Bart für dich ein Kleidungsstück in dem Sinne ist oder etwas, womit du dich hübscher fühlst? Oder ist das etwas, was du aus alter Zeit noch für dich selbst trägst? Ich lass den Bart einfach so wachsen, weil ich das halt so für mich schöner finde. Ne? Ja, das wollte ich hören. Darum ging es am Ende. Okay, weil ich kann das, sein Muffi-Bart. Weil ich kann das nicht verstehen, weil es gibt ja auch wirklich, ich sage es jetzt mal ganz salopp, es gibt ja Männer bei den Moslems, da sieht der Bart echt scheiße aus. Also die würden, glaube ich, ohne Bart besser aussehen. Weißt du? Das ist denen egal. Die wollen ja in dem Moment Allah gefallen, verstehst du? Das ist dann denen egal, ob du sie dann so als ein Sakka betitelst oder nicht. Aber das jetzt so aussieht, diese Menschen sich so selber? Wirklich nicht so Haare dran geklebt haben oder nicht, das spielt für die keine Rolle. Sie wollen in dem Moment Allah gefallen. Weil wenn Allah das von ihnen verlangt, dann ist das halt so. Aber ist es nicht eigentlich so, dass man sich als erstes, wenn ich das mal ganz salopp sagen sollte, also das ist so meine Art des Denkens. Meine Art des Denkens sagt mir, als allererstes muss ich mich lieben, damit ich überhaupt lieben kann. Weißt du, wie ich das sagen will? Oder wie ich das meine? Ja, nicht ganz. Wie meinst du das? Also man sollte sich zuerst lieben, damit man andere lieben kann? Also wenn ich mich selber nicht lieben kann und mir nicht gefalle oder ich für mich selber nicht mit mir konform bin, dann habe ich nicht die Möglichkeit, diese Liebe zurückzugeben. Das ist so meine Art des Denkens. Also als allererstes muss ich mich lieben. Was er meint ist, was ja, das, sind so philosophische, Aspekte, die man jetzt durchgehen könnte, aber genau. Wenn du in Christus bist, dann liebst du ja wahrhaftig die Menschen. Das ist ja der Heilige Geist in dir, der zeigt dir dann, wen du und was du überwinden kannst, ne? Wenn du auf einmal anfangen kannst, auch zu lieben. Obwohl du vorher gedacht hättest, wie kann ich so einen Menschen ja lieben, ne? Obwohl er es gar nicht verdient hat. Aber der Heilige Geist in dir wird das schon machen. Wie weit hast du dich jetzt eigentlich mit dem Christentum auseinandergesetzt? Bist du komplett konvertiert? Konvertiert? Bin ich konvertiert? Konvertiert bist du nur in irgendeine Religion. Ich bin auf die Suche nach Gott gegangen, habe Gott gefunden und Gott hat sich mir gezeigt in Jesus Christus. Bist du dann getauft? Ich habe mich taufen lassen, ja. Respekt, Junge. Dann ist er Christ, ja. Weil das ist das, was ich meine. Also am Ende, ich weiß nicht, also ich bin in dieser Thematik nicht drin. Also so doof, wie es das anhört, ich bin Baujahr 80. Ich habe irgendwann meinen Religionsunterricht in der Schule abgeleistet. Ich wurde getauft. Ich habe zur Kirche, ich glaube daran. Aber ich lebe diesen Glauben nicht zu 100% so aus, wie man ihn vielleicht ausleben sollte. Um das mal so zu erklären, Ostern ist für mich eine Relevanz, Weihnachten hat für mich eine Relevanz, weißt? Aber das auch mehr oder weniger nur dem Besuchen der Kirche. Oder beispielsweise die kirchliche Ehe, dass ich mich vor Gott ehelichen lasse, weißt? Da hat es für mich eine Relevanz, aber noch nicht so tief, dass ich da irgendwie jemanden damit erdrücken möchte, mit meinem Glauben. Ja, aber als allererstes ist es sowieso erstmal wichtig, dass du deine Seele in Sicherheit bringst. Ne? Alles andere ist erstmal sekundär. Mhm. Du solltest selber für dich Buße tun vor dem Herrn Jesus Christus, von neuem geboren werden, den Heiligen Geist empfangen und ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus leben, Tag ein, Tag aus. Und nicht nur so Mundchrist sein sozusagen, sondern jeden Tag mit dem Herrn leben, sein Wort lesen und auf ihn hören. Ja, ich weiß. Amen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt lassen wir mal die Frau zu Wort kommen. Hallo Janan, Gott segne dich und deine Familie, wenn das dein richtiger Name ist. Dankeschön, Gott segne euch auch, ihr Lieben. Ja, die Situation war jetzt, dass wir Leute, die jetzt von der AfD her sind und jetzt nicht rein deutsch sind, nicht anerkannt werden. Wird jetzt umdiskutiert. Das hören wir uns natürlich jetzt von den Leuten an, die gegen die AfD sind und dass wir uns schämen sollten.
Ja, also wir sind Christen, wir haben mit Politik und ja, Religion überhaupt nichts zu tun. Ich also sobald eine Obrigkeit vom Herrn eingesetzt wird, dann werden wir uns unterordnen. Also das ich ist bin ein ja, ganz schwieriges Thema, ja Politik und ich finde, dass es ein schwieriges Thema ist, also Politik und Glauben zu vermischen, obwohl das natürlich genau. ein aktuelles Thema ist. Aber Politik und Glauben zu vermischen, finde ich so grundverkehrt, finde ich ganz, ganz schlimm. Weil ich würde ja, mir eher freuen, wenn die Toleranz auf beiden Seiten da wäre. Wenn man zum Beispiel, guck mal, man müsste mal so sich überlegen, niemand sagt ja beispielsweise, dass so ein Moslem da seinen Glauben auslebt, das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Wenn er daran glauben will, soll er daran glauben. Aber das muss, finde ich, meines Erachtens nach Grenzen haben. Und von Schriften sich leiten zu lassen, die, weiß ich, Jahrhunderte alt sind und die wirklich menschenfeindlich sind, das finde ich problematisch. Und wenn man dieses dann in ein Land bringt, was am Ende christlich geprägt ist, das finde ich nicht richtig. Ich finde es einfach nicht richtig. Weil das führt zu mehr Problemen als alles andere. Mhm. Richtig. Nee, also ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Glauben der Aleviten. Ich bin ja keine Muslimin. Das ist ja ein anderes Religion, was wir haben. Und dass ich trotzdem nicht in der Partei sein könnte, weil man mich dann ausstoßen würde. Darf ich mir jetzt zurzeit anhören. Aber wir haben auch sollen nicht nur in der Partei rennen, sondern du sollst zum Herrn Jesus Christus kommen. Ja, wenn es Gott will, dann werde ich es auch tun. Amen. Dafür bin ich auch sehr offen. Du kannst ja Gott bitten, dass er sich dir zeigt und dass du dann auch ihn auch erkennst. Ne? Das ist ja das Wichtigste überhaupt ja. in deinem Leben. Ja, ich weil muss du ja weißt, sagen, eines Tages, du kannst das nicht alles verändern hier. Das ist unmöglich. Der Lauf der Dinge nimmt, also das nimmt alles seinen Lauf. Und genau, der Herr hat schon alles so vorbereitet für das Ganze. Du kannst ja nicht die Apokalypse aufhalten. Ich verstehe auch nicht, wieso die Leute alle zu solchen Parteien sind und sowas. Verstehe ich nicht. Woran glauben denn die Aleviten? Du kannst es gibt einige Leute, die wo hier in den. Es gibt einige Leute, die in den Kommentaren behaupten, ja, dass die CDU eine christliche Partei wäre. Bitte unterlasst diese Aussagen. Die CDU hat nichts mit Christus zu tun. Aber echt? CDU? Ja. Ich bin Alevitin und ich bin für die AfD. Und das wird sich nicht ändern. Da kann man sonst ja, noch was rein. Ja, natürlich, weil du weltlich gesehen das Ganze machst. Aber wir haben genau, ja mit weltlich zu tun. Du sprichst ja gerade mit Christen. Und ja. wir sagen den Menschen, wie sind wir? Der Herr Jesus Christus hat ja nicht zu uns gesagt, dass wir Obrigkeit werden sollen, sondern dass wir uns jeder Obrigkeit unterordnen, die über uns herrscht. Wir sind Himmelsbürger, nicht hier Erdensbürger sozusagen. Und wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Nein, ja, aber ich verstehe das meine ich nicht, wir sind deutsche Bürger. Nein. Gib dem Kaisers, was dem Kaisers ist. Ich meine, geistlich gesehen sind wir Himmelsbürger und nicht mehr hier, sondern wir versuchen nur noch das Ganze, also die Aufklärungsarbeit zu betreiben und Menschen zum Herrn Jesus Christus zu rufen. Weil hier kannst du nichts mehr verändern. Gib dem Kaisers, was dem Kaisers ist. Und gib Gott, was Gott ist, genau. Hey, ich wollte auch, warte mal, Shake. Jo. Ich wollte auch mal was sagen, weil nachdem du das gesagt hast, kommen mir sehr, sehr viele Kommentare rein, wie beispielsweise CDU ist gleich Christlich Deutsche Union. Ich möchte mal an die Leute erinnern oder darauf hinweisen, dass die CDU vielleicht mal eine christlich-deutsche Union war. Aber soweit wie sie von ihren Werten abgerückt ist, hat das nichts mehr damit zu tun, was sie sich da oder wie sie sich benennen. Das haut nicht hin. Genau so. Wählt mich und ich mach Deutschland wieder gesund und stark. Du sagst ja, man kann nichts verändern, man kann so viel verändern. Lasst mich euer Dr. Scher, euer Bundeskanzler werden. Wählt mich. Ich mach Deutschland wieder gesund und stark. Und ich will mein Minister sein. Für die ich hol mal die nächsten. Oh, ja, Leute, ich wünsche euch Gottes Segen, ihr Lieben. Gottes Segen. Und möge der Jesus Christus euch alles segnen, ihr Lieben, ihr Wundervollen. Amen. Amen. Gott sei Dank. Gottes Segen.
Sheikh Dead Booty. Bester Name. Sheikh Dead Booty. Was machst du? Hast du mich noch drauf? Als Unterstützung? Ja, ganz wie du möchtest. Wenn, du kannst entweder hier bleiben oder... Ich bleib einfach ruhig, wenn du Unterstützung brauchst, komme ich mit Hammer von der Seite. Ja, du bist ja nicht gerade am Fahren, deswegen kann ich dann sagen, schlag mal bitte oder such mal bitte den Hadith und den Hadith eben. Ne? Alles klar. Oder du hast ja direkt alles parat, weißt du, was ich meine? Ja. Hallo, wer ist da? Who wanna talk to Dr. Sheikh about me? Oh Mann. Hallo. Bist du auch am Schlafen oder was? Aufstehen. Hallo. Wache auf, der du gerade schläfst. Und höre Dr. Sheikh Abu Amir zu. Ich hab etwas zu sagen. Komm zu Jesus. Ja. Das ist doch nicht normal. Die sind alle beschäftigt. Einer ist am Pennen, der andere am Kochen. Hallo? Ja, Bruder, ich habe gerade Tigerbalsam in mein Auge geschmiert. Was sagst du? Tigerbalsam in mein Auge aus Versehen ein bisschen geschmiert. Ja, wie kannst du nur? Du sollst Tigerbalsam essen und nicht in dein Auge reinschmieren. Bruder, weißt du, wie das brennt, Alter? Glaub ich dir. So mies, so mies. Tigerbalsam. Hätte ich vorher 7 Ajwa-Datteln gegessen, dann wäre nichts passiert. Ja, das ist auch heftig, ne? Dass der Mohammed nicht auf seine eigenen Worte gehört hat, ne? Dann wäre ihm das auch nicht passiert mit dem Gift. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben. Warte mal ganz kurz, Chef Bad Bulli. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Mohammed wurde von einer Jüdin vergiftet, aber selber rät er den Muslimen in einem Hadith, kann der Chef Bad Bulli gleich mal raussuchen, den Muslimen sollen dann am Morgen 7 Ajwa-Datteln essen, dann werden sie weder von... Dann werden sie weder verhext werden noch Magie kann irgendwie sie irgendwas anhaben. Und dann sehen wir, dass er selber vergiftet wurde. Also kein Gift der Welt und keine Magie der Welt kann den dann schaden. Hätte er selber auf sich selber gehört mit seinen Ajwa-Datteln, dann wäre ihm das nicht passiert. Also war das auch wiederum gelogen. Das ist so heftig. Der Muslime, der es nicht sehen, ey, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, genau, dass sie das nicht sehen. Also Mohammed hätte einfach nur auf sich selber hören müssen, hätte einfach 7 Atua-Datteln jeden Tag essen müssen und dann wäre das ihm nicht passiert. Was ist das denn für ein riesen Freimaurer-Logo, ey? Heftig. Riesengroß, ey. Alles, was die machen müssen, ist nur Buch aufschlagen, nicht mal Buch, Internetseite aufrufen, lesen! Read it! Read it! Ikra! Oder kannst du nicht lesen? Bist du wie dein Prophet? Kannst du nicht lesen? Du kannst doch lesen! Unglaublich, ich schwöre, immer wenn ich das sehe, ich denke mir, meine Güte! Und das Heftigste ist, dass diese Jüdin ihn auch noch eine Falle gestellt hat, weil sie wollte wissen, ob er wirklich ein Prophet ist. Da hat sie zu Mohammed gegangen. Mohammed hat gesagt, warum hast du dieses Schaf vergiftet? Da hat die gesagt, wärest du ein wahrer Prophet, hätte dieses Gift dir niemals was anhaben können. Aber wärst du nur ein gewöhnlicher König oder so, dann wirst du an dem Gift sterben. Sie hat ihn also auch vernichtet, ganz genau wie Aisha ihn auch vernichtet hat. Genau, genau. Guck, hier. Und deswegen sagt Allah in Sure 69, Vers 44, hätte er uns Sachen erdichtet, dann hätten wir ihn gewiss an seiner Rechten gepackt und seine Halsschlagader durchtrennt. Und wie hat der Mohammed sich gefühlt, Sheikh Dead Booty?
Bruder, Halsschlagader kaputt. Der hat gesagt, oh Eicher, ich fühle immer noch den Schmerz bei dem Schaf, das ich aß. Und es kommt mir so vor, als würde meine Halsschlagader durchtrennt werden. Richtig. Sehr gut, Schätzchen Brudi. Die muss nie mehr versuchen, Schüler. Die muss nie mehr versuchen, diesen Hadith immer noch irgendwie zu verdrehen. Ey. Das ist so der Wahnsinn, ey, wirklich. So, dass es was anderes bedeuten würde. Also gut, solange Armin immer weg ist, mache ich kleine Themen auch für euch. Quasi zwischen den Werbepausen auch ein bisschen Unterhaltung stattfindet auf, nennen wir es mal, hohem Niveau. Also gut, ich mache mal hier meine ganzen Quellen auf und das sind wirklich Tausende, verdammt. Also gut. So. So. If you profit effect King Rit, so. Ah, ich glaube, er ist schon wieder da. Habe ich nicht genug Zeit gehabt. Ist alles deine Schuld. Ja, Mann. Immer meine Schuld. Aber es ist schon erstaunlich, dass der Mohammed den Leuten zu der damaligen Zeit gesagt hat, wenn ich ein falscher Prophet wäre, sozusagen, weil niemand hat ja Allah gesehen. Dann kam ja dieser Vers herab und er hatte den Leuten gesagt, wenn dieserjenige, also Mohammed, Lügen verbreiten würde, dann würden wir ein Gebiss an seiner rechten Backe und seine Schlagader durchtrennen. Und genau das hat der wahre Gott mit ihm auch gemacht, um allen zu beweisen, dass er kein Prophet ist. Heftig, ne? Weißt du, wie man sowas nennt? Sowas nennt man Gottesgericht. Ja, Gottesgericht kam über ihn. Das ist wirklich Gottes Gericht. Sure 69, Vers 45 ist das. Stell dir mal vor, ich würde so fahren und dann sagen, Leute, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann soll ich jetzt einen Unfall machen. Und dann mache ich auch einen Unfall. Würden die Leute schon die Gedanken haben und sagen, der Armin ist der größte Lügner, Mann. Ja, aber Bruder, das mit dem Unfall ist schon, die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall ist schon viel höher. Man muss das schon das wäre schon heftig, ne? Ja, akkurater wäre es, wenn du sagen würdest, wenn ich lüge, dann soll ich, wenn ich heute während der Stadt laufe, genau von diesem Backsteinhaus da hinten, das dritte, ein Backstein runterfallen, genau auf meinen Kopf und mich töten. Ja, stimmt, so, das wäre auch nochmal heftig, ja. So wäre es akkurat, so als würdest du im Lotto gewinnen, also so eine Wahrscheinlichkeit ist es. Das ist ja wirklich so eine Wahrscheinlichkeit. Also, hier steht es. Also, machen wir das auf. Koran 69. Siehst right hand da, na ja, ich nehme mal die andere, so viel rumgetippt, dass meine Tastatur schon kaputt ist. So, da haben wir es. 69. Also, hier steht in Sure 69, 45. Vers 44. Genau, 44 geht's bereits los. Hätte der Bote etwas in unseren Namen, sorry, etwas ist schiefgelaufen. Ich glaube, Koran X hat mich gesperrt. Wie meinst du? Wir gehen nochmal rein. So, jetzt.
hätte der Bote etwas in unserem Namen erdichtet, so hätten wir ihn sicherlich bei seiner rechten Hand ergriffen und daraufhin seine Aorta durchschnitten. Ja. Und dann können wir hier lesen, Aorta durch Aorta Cut King da. Boah, es gibt so viele Hadithe zu diesen Aorta, ey. Wie können die immer noch sagen, dass es nicht wahr wäre? Ja, natürlich, die leugnen das. Die leugnen alles das. Wird geleugnet. Ich verstehe nicht, ey, wie. Das kann kommen, wenn man eine Religion befolgt, in der man doch so viel leugnen muss. Bitte wach doch auf, bitte wach doch auf. Ja, ich muss eine Religion mit Lügen ausspitten, damit es die Wahrheit ist. Ey. Das ist unfassbar. Also, Sahih al-Bukhari 44:28 steht geschrieben, und es gibt noch viel mehr. Da steht, the prophet in his ailment. Warte, ich mach's auf Deutsch, damit es auch jeder versteht. So, der Prophet pflegte in seiner Krankheit, an der er starb, zu sagen, O Aisha, ich spüre immer noch den Schmerz, der durch das Essen verursacht wurde, das ich in, wo? In Khaybar gegessen habe. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, als würde meine Aorta durchtrennt werden von diesem Gift. Lasst euch nicht von irgendwelchen Dawa-Missionaren oder irgendwelchen Leuten einlullen, weil die versuchen zu argumentieren, dass der Prophet ja, nachdem er dieses Gift eingenommen hat, immer noch eine Zeit lang gelebt hätte. Sprich, dass er nicht an diesem Gift verstorben wäre. Aber der Hadith sagt klipp und klar, ich lese es euch nochmal vor, er sagt es klipp und klar, O Aisha, ich spüre immer noch den Schmerz, der durch das Essen verursacht wurde, das ich in Khaybar gegessen habe. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, als würde meine Aorta durchtrennt werden von diesem Gift. Punkt. Da steht in Sahih al-Bukhari 44:28, das steht auch genauso in vielen mehreren. Das steht nicht nur dort. Das steht auch in Sunan Abu Dawud 45:13. Das steht auch in Sunan Abu Dawud 45:12. Musnad Ahmad 107. Es gibt wirklich sehr, sehr viele, wo diese Sachen drin stehen. Hol dir mal lieber die Bücher. Wieso soll ich mir die Bücher holen? Wir leben in einem Zeitalter, wo die Bücher alle ins Internet gestellt worden sind. Soll ich jetzt mit 16 Büchern, soll ich dauernd 100 Bücher mit mir, mit Schubkarren, soll ich immer 100 Bücher transportieren? Ist ja Wahnsinn, dass ihr von mir verlangt, dass ich Bücher mit mir transportiere. Soll ich einen ganzen Hubwagen mit 1000 Büchern von mir transportieren, nur damit ihr das von Büchern sehen könnt, oder was? Seid doch froh. Du musst die Bibliothek dabei haben, das ist so die Logik. Das ist nicht nur normal, wirklich nicht. Ja, weil die den Internetseiten auch nicht vertrauen, obwohl die sogar die Referenzen angeben, ne, wo man sogar im Buch nachschlagen kann. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und außerdem steht es doch, in welchen Büchern es steht. Ganz genau. Das ist nur eine faule Ausrede. Ja, es steht doch hier Sahih al-Bukhari 44:28. Und dann steht drunter in Book Reference. Book 64, Hadith 450. Also. Roy, ich melde mich sehr, sehr gerne, mein Freund. Du warst immer ein sehr, sehr aufgeschlossener Gesprächspartner, immer sehr, sehr korrekt. Ich schätze dich sehr, wirklich. Ich schätze dich wirklich sehr, Roy.
Und ich hoffe wirklich, dass das, was du machst, da Früchte trägt. Ich hoffe, dass sehr, 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 dass deine Arbeit nicht umsonst ist, dass du vielen Leuten die Augen öffnest und dass das Früchte trägt. Alhamdulillah. Bruder, hoffentlich. Ich hoffentlich. Wie hat Zainab geheiratet? Das sollte doch auch wirklich jedem klar sein, oder? Mohammed, ganz am Anfang, als der Islam begonnen hat, war ja die Praxis der dass man also jemanden adoptieren kann, war ja nicht verboten. Man konnte also Leute adoptieren. Im Gegenteil. Die Leute, die wo Kinder adoptiert haben, das war zu den frühen arabischen Zeiten, bevor das Mohammed ja verboten hatte. Es war eine noble Tat. Und es steht auch in Geschichtsbüchern der Araber geschrieben, dass es eine noble Tat war, jemanden zu adoptieren, der wo weise ist. Was hat Mohammed gemacht? Er hat diese Praxis beibehalten. Aber was ist passiert? Er hat seinen Sohn, den er adoptiert hat, hat er dann verheiratet zu Zainab. Und was ist dann passiert? Eines Tages ging er dann Zaid suchen, hat geklopft und die Türen damals waren keine Türen, das waren nur so Bettlaken. Durch den Wind ist es der Bettlaken ein bisschen zur Seite gegangen. Dadurch hat man, also die war beinahe halbnackt, wodurch der Prophet Benz Ali gesehen hat, was für einen schönen Körper doch sein hat. Daraufhin hat er das geäußert. O Allah, Allah made my heart flipping for you. Und er hat das in der Lautstärke gesagt, dass es Zainab auch gehört hat. Später, als dann Zaid nach Hause gekommen ist, hat dann Zainab gesagt, hey, guck mal, dein Vater hat das und das geäußert und ich habe es gehört. Und ihr müsst es euch mal so vorstellen. Diese Geschichte geht mir niemals auf den Kopf. Ne? Ich könnte die Mohammed Zainab als moralisches Vorbild nehmen. Das ist ja unglaublich. Und die Bruder, das Schlimme ist ja, Zainab war nicht mal davon abgetan. Die war davon angeturnt. Ich weiß, natürlich, ja, ja. Es hat ihr gefallen. Ja, warum denn? Zaid war nicht wohlhabend. Mohammed war der wohlhabendste Mensch in Arabien. Der war Multimillionär. Was hat er dann gemacht, kurzerhand? Die Leute in Quraysh haben gesagt, guckt euch mal diesen Mohammed an. Was ist das für ein Mann, der wo die... Deswegen hat er dann auch die Dings aufgehoben, die Adoption. Ne? Genau. Was ist das für ein Mann? War. Genau. Willst du weitererzählen? Jetzt ist er wieder weg. Egal, dann zähle ich weiter. Die haben gesagt, was ist das für ein Prophet, der die Frau seines eigenen adoptierten Sohnes anmacht, die Trennung verursacht und sie zur Frau nimmt. Komischerweise kam dann wieder Mohammeds Handpuppe. Von Handpuppe meint Allah. Auf einmal kam dann wieder ein Vers. Für die Leute soll kein Bedrängnis herrschen. Es ist okay, dass der Prophet die Frau heiratet. So soll keine Dinge. Im Endeffekt hat Allah für Mohammed bestätigt, dass er Zainab heiraten darf. Und seitdem gab es keine, seitdem gibt es keine Adoption mehr im Islam. Und wenn ihr Dokumentationen anguckt aus den arabischen Ländern, diese Leute leiden ihres Lebens, nur weil Mohammed die Adoption abgeschafft hat. Die Leute leben auf die Straßen und werden beleidigt. Gibt es Dokumentationen drüben? Das ist so traurig, was da passiert. Ja, natürlich, klar. Allah lässt das Herz von Mohammed auslüpfen gegenüber einer verheirateten Frau. Das ist unfassbar. Ja. Also ist der Allah der Urheber der Sünde, ne? Obwohl der Herr Jesus Christus sagt, wer eine Frau nur mit nüchternem Blick anguckt, der hat in seinem Herzen Ehebruch begangen. Genau. Ja, die Messlatte der Moral und Ethik, ne? Genau. Das ist so, wie man folgen muss.
in dem Held bist. Danke, Herr, für deine Moral, Ethik und Anstand, Herr Jesus Christus. Danke, genau, dass du uns sowas beigebracht hast, dass wir unsere Blicke senken sollten bei verheirateten Frauen. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus Christus. Amen, Amen, Amen. Er hat die Messlatte so hochgesetzt, wirklich so hochgesetzt. Ja. Nicht mal an unserem besten Tag. Deswegen sage ich ja, jeder Einzelne, der zum Herrn Jesus Christus gehört, welch Privileg ihr doch genießen dürft, dass ihr zum Herrn gefunden habt, dass ihr das beste moralische Vorbild aller Zeiten habt, zusätzlich noch, wenn ihr ihn angenommen habt, in euren Herzen aufgenommen habt, ihr auch noch gerettet werdet. Eure Seelen seid auch noch mit Sicherheit. Also ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr Jesus Christus annimmt. Nichts falsch. Richtig. Alter, wundervoll. Du hast das beste moralische Vorbild aller Zeiten. Moral, Ethik, Anstand vom Allerhöchsten. Und genau, zusätzlich noch dazu, dass deine Seele in Sicherheit gebracht wird, falls dir was passiert. Plus, ist das nicht wundervoll? Plus, das bestätigt sogar der Koran. Ja, ja, gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Amen. Amen. Der Koran sagt, Mohammed, seine Sünden werden vergeben in der Vergangenheit, die, wo er jetzt begeht, und die in der Zukunft. Der Koran sagt aber auch gleichzeitig, dass Jesus sündfrei ist. Wen willst du jetzt hier folgen? Sogar der Koran sagt, eher folg Jesus. Wie kannst du einem Sündigen folgen? Dann kannst du genauso gut gehen und keine Ahnung wen folgen. Frank Hanebut oder so. Das ist ganz genau wie mein Bruder gesagt. Da können wir auch jeden Einzelnen folgen. Wenn ich besser von der Moral bin als er, warum soll ich ihm folgen? Dann soll er mir doch folgen, weil ich doch besser bin als er. Ja. Kannst gehen, irgendjemand anderen folgen. Irgendwie, irgendwelchen Sündern kannst du folgen. Das wäre dasselbe, irgendwelchen Piraten. Deswegen sagt er ja auch, kann ein Blinder einen Blinden führen? Nein. Kann ein Sünder einen Sünder führen? Nein. Nein. Beide fallen in die Grube. Ja, so sieht's aus. Folgt den Sünden. Wer ist denn hier mit uns? Hab eine wichtige Frage. Nein, Gott segne dich. Roy, stell deine Frage. Wenn ich Zeitfrage finde, antworte ich drauf. Hallo. Hallo. Albaner. Sagt etwas oder höre ich nichts? Ein Albaner. Oh, Kuje. Tja. Ah. Oh, Albaner. Albaner, bist du Kosovare oder? Das war ein Kind, Mann. Ja, ja. Ich wollte ihn gleich ansprechen, ob er weiß, was seine albanische Flagge bedeutet. Salamu alaikum, Emir. Jetzt kommt mal. Amir. Jetzt kommt mal. Wie geht's dir, mein Lieber? Gott segne dich, mein Lieber. Gott möge dir helfen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Dankeschön. Dich auch. Amir. Ja. Du hast recht. Was? Du hast recht. Ich hab recht? Ja. Ich glaub, ja, danke. Nein. Sicher, alles seine Wünsche würden erfüllen. Alles, was er sich gewünscht hat, hat er bekommen. Alles. Traum, Geld, Macht, alles. Ja, ich hoffe natürlich, dass du umkehrst und den Herrn Jesus Christus annimmst, Emil. Ich lese doch. Ich tue noch lesen. Ich lese noch. Ah, du liest noch. Ja, möge der Herr Jesus Christus begegnen, dein Herz berühren. Okay. Emir Hamza, du kannst mich gerne anschreiben. Okay, Emir, alles Gute. Danke.
Okay. Gott segne dich, mein Wunderbrüller. Von mir. An mir, Bruder. Der hat da jemand eine sehr, sehr wichtige Frage gestellt, worauf du antworten kannst. Schau mal, das ist wirklich sehr wichtig. Das kam wieder von Roy Ricky und er fragt, warum wird hier gesagt, wir werden sehen, welche Religion gewinnt? Ist das ein Kampf? Hier geht es ja nicht um einen Kampf, welche Religion siegen wird. Was ist das für ein Blödsinn, Mann? Hier geht es darum, dass unsere Seelen in Gefahr schweben und dass der Islam die ganze Zeit behauptet, die Wahrheit zu sein und wir herausfinden müssen und den auf den Prüfstand schicken, ob der Islam überhaupt die Wahrheit ist. Weil Islam behauptet Sachen über die Bibel, die ultra schlimm sind und die man so nicht einfach stehen lassen kann als Christ. Jeder Christ ist eigentlich gezwungen, sich sofort hinzusetzen und den Koran zu demontieren. Jeder Christ. Weil der Allah behauptet, der Gott der Bibel zu sein. Ja. Und diese Schriften lügen über euren Jesus Christus. Ist euer Jesus Christus ein Prophet oder nur ein Prophet? Ist er nicht für die Sünden der Menschen gestorben? Wo seid ihr Christen? Wo ist der Aufschrei? Ihr seid nur in euren Gemeinden, wo ihr auf einmal in Trance versetzt werdet und dann gibt es eine Religion, die nur Lügen über den Herrn Jesus Christus verbreitet. Wo seid ihr? Kaffeekränzchen halten oder was? Ich wollte eigentlich auf deine Frage. Redest du viel von Islam? Ja, wenn der Islam nicht über den Herrn Jesus Christus Lügen verbreiten würde und nicht runterbuttern würde als nur ein Prophet, dann würde ich auch darüber nicht reden. Ja. Genau. Eure gesamte Glaube wird angegriffen und ihr sagt nicht mal ein Wort an diejenigen, die überhaupt niemals etwas gegen den Islam sagen. Schande. Bruder, auf was ich hinaus wollte, war eigentlich das, weil irgendwo stimmt es ja doch schon, weil es gibt ja im Islam das Ding Dar al-Harb und das Dar al-Islam. Das Dar al-Harb und Dar al-Islam, genau, Haus des Islams und Haus des Krieges, ja. Genau, darauf wollte er, glaube ich, anspielen. Ach so, ja, die siehst du, die denken nur so physisch, ein physischer Kampf. Und wir Christen sagen denen immer wieder, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die finsteren Mächte, die unsichtbaren finsteren Mächte, die wir nicht sehen. Ja. Also, jedes Land, was noch nicht unter muslimischer Herrschaft ist, ist dem Islam, vom Islam aus gesehen, das Haus des Krieges. Jedes Land, das bereits unter der Knute des Islams ist, ist bereits Haus des Islams. Also es gibt viel zu tun im Namen des Islams, jetzt für den Islam, was ich jetzt natürlich befürworte. Aber natürlich ist jedes andere Land, was nicht muslimisch ist, Haus des Krieges. Laut der Theologie des Islams. Ja. Das ist heftig, ne? Dass der Allah sagt in Sura 8, Vers 39, kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Also der Aufruf zum Kampf, bis alles unter Allahs Ordnung ist Islam gegeben. Genau. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, als ich den eben angesprochen habe, warum die Leute sagen, warum redest du so viel über den Islam? Ihr seht doch, was der Islam in der ganzen Welt fabriziert. Ihr seht doch, was der Islam über die Bibel behauptet. Kann man das so stehen lassen oder was ist da los mit euch? Da müsst ihr doch auf den Gedanken kommen, um zu realisieren, dass da eine Schrift existiert, die behauptet, die letzte Botschaft Gottes zu sein, der das ganze Universum erschaffen hat. Ja. Und der Lügen verbreitet über Jesus Christus. Der behauptet, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt worden ist, nicht auferstanden ist, dass er nicht der Sohn Gottes ist, dass er nicht Gott im Fleisch ist. Es gibt keine Dreieinigkeit. Und wer das behauptet, der müsste Schädel abgetrennt werden. In Sura 47, Vers 4. Was ist das für ein Buch, Mann? Und jetzt stellt euch mal vor, das wäre andersrum. Stellt euch mal vor, das wäre andersrum. Würdet ihr Muslime dann still da sitzen und das akzeptieren? Ihr würdet auf die Barrikaden gehen, und zwar auf der ganzen Welt. Ja. Ihr würdet sogar Leute angreifen und töten deshalb. Nicht ihr jetzt im Fingerbild, man sieht ja, sobald eine Karikatur erscheint irgendwo und es sterben Hunderte von Leuten wegen einer Karikatur. Ist der Wahnsinn. Ja, das ist extrem, ne? Ist der Wahnsinn, ist der Wahnsinn. Und jetzt stell dir mal vor, die Christen würden das machen, was die, Mus-
die mit tagtäglich machen, dann hätten die schon nicht den dritten, vierten, fünften Leute. Ja, das ist traurig, ne? Traurig, mit was für Doppelmoralisten das sind, ne? Richtig. Selber beleidigen sie jeden Tag den Herr Jesus Christus aufs Übelste. Jeden Tag die Bibel angreifen. Der Koran ist ein Angriff auf die Bibel und auf die jüdische Tora. Und wenn wir dann etwas sagen gegen den Islam, brauchen wir ein schnelles Pferd. Guck dir das mal bitte an. Ja. Es ist immer, ich wiederhole mich jeden Tag, ich sage es aber auch immer wieder gerne. Im Islam geht es immer nur darum, das Christentum anzugreifen. Selbst wenn es bedeutet, dass man mit seinen Argumenten sogar die eigene Religion beerdigt. Eigentlich ist es so gut wie jedes Argument gegen das Christentum ein Argument gegen den Islam selbst. Denk mal tiefgründig darüber nach. Eigentlich ist es so. Kommen wir da mit solchen Argumenten. Was sagen die Brüder? Euer Gott hat Kinder umgebracht. Ja, wer hat denn die Sintflut gemacht? War das nicht Allah? So gut wie jedes Argument ist ein Eigentor. Ja, ich weiß. Da denken die nicht darüber nach, ne? Dass alle selbst die Muslime schämen sich an Grund und Boden und sagen, das war ja nicht weltweites Problem. Das war ja nur für eine bestimmte Region. Da hat der Allah eine Flut gesagt. Guck mal, was für Lügner das sind. Ja. Obwohl ihre Tafsire das Gegenteil behaupten und sagen, dass Allah den gesamten Globus überflutet hat. Sie werfen ihre eigenen Gelehrten unter den Bus. Ja, machen sie mal. Wie sieht das denn aus, dass Allah unschuldige Babys töten lässt? Siehst du? Ja. Und dann gibt es so jemand wie Sheikh Uthman, der sogar Hadithe fabriziert. Er tut sogar Hadithe erfinden. Hast du das mitbekommen? Ibn Fibin, ja genau. Sheikh Uthman Ibn Fibin. Hast du das mitbekommen, dass er Hadithe erfindet? Das ja, habe ich mitbekommen. Das ist eine Katastrophe, der Typ. Hast du auch mitbekommen, dass er abgestochen ist? Abgestochen worden ist? Ich hatte da mal was mitbekommen gehabt, ja, ja. In San Diego, da hat jemand in San Diego in der Polizeidirektion angerufen. Die San Diego Polizeidirektion sagt, so eine Anzeige ist bei uns nie eingegangen. Also wieder Lüge. Leute, das ist so krank. Dieser Sheikh Uthman aus Amerika, das ist ein Betrüger und ein Lügner, ne? Da hat er so getan, als würde er von irgendwem abgestochen werden, damit so diese Islamhasser so mundtot gemacht werden und er dann so die Liebe und alles Mögliche von den Leuten empfängt. Und dann stellte sich heraus, dass er nie abgestochen wurde und dass es alles eine Lüge war. Das ist der Wahnsinn. Boah, der Wahnsinn. Jeden Tag eine Katastrophe mehr. Dann siehst du Dinge, wie heißt der nochmal, der Shake, den, wo sie jetzt auf einmal unter den Bus geschmissen haben, der mit, wie hieß er nochmal, der, wo mit Holz in der Narrative? Shake. Wer? Der mit Holz in der Narrative. Yasser Qadi, der ist der Allerbeste. Du findest von ihm im Internet Aufnahmen, wie er sagt, der Koran wurde aufbewahrt, Strich für Strich, Punkt für Punkt. Und dann siehst du in anderen Dingen, in anderen Vorlesungen, wo er sagt, ja, wenn du ein bisschen tiefer gräbst und die, er nennt sie Students of Knowledge, also Gelehrte des Wissens, genau. Dass es denen klar ist, dass es doch Unterschiede im Koran gibt. Die lügen, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne rot zu werden. Ohne rot zu werden, die lügen, ohne rot zu werden. Und eine Religion, die wo sowas macht, ja, ganz ehrlich, löst euch davon. Ja. Löst euch davon. Liest einmal die Bibel. Gott hat. Hallo zusammen, möge Gott euch alle bewahren. Gott segne dich und deine Familie. Deine Halli, auch. Hallo. Bruder, ich habe eine Frage an dich. Amir. Ja. Was hältst du vom Vatikan? Bitte? Was hältst du vom Vatikan? Soll ich denn von einem Institut halten? Gar nichts, ne?
Gar nichts. Der Herr Jesus Christus ist unser Vorbild. Der Herr Jesus Christus sollte gefolgt werden und nicht irgendwelche Institutionen oder sowas. Oder ein Papst oder was. Ey. Perfekt. Mein Rede. Ja. Perfekt. Jesus. Ihm allein gebührt die Ehre und ihm allein folgen wir und wir nehmen täglich unser Kreuz auf uns und folgen ihm nach. Genau so sieht's aus. Und nicht anders. Mhm. Richtig. Da musst du sagen Amen. 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 Nein, bleib ernst bei der Sache. Bleib ernst bei der Sache, wenn es auf den Herrn geht. Amen. Amen. Sorry. Amen. Und Jake, was bist du für ein Landsmann? Jesus Christus hat gesagt, hebe einen Stein auf und du wirst mich finden. Spalte ein Stück Holz und ich bin da. Was bin ich für ein Landsmann? Sorry. Deine Nachrichten sind jetzt bei mir angekommen. Ich bin alles Türke. Gut. Oh, okay, krass. Sehr krass. Armin, du warst Iraner, ne? Oder bist Iraner, ne? Aus wie vielen Nationen? Alle, Araba! Alle! Wir sind eine riesen, riesen Bande der Ex-Muslime. Abo! Unmöglich zu schlagen. Das hilft nicht, ne, Leute. Seitdem ich da das Ganze mit YouTube so losgetreten habe, haben sich auf einmal alle so Gedanken gemacht. Ne? Aber sehr viele sind rausgegangen aus Islam, machen heute selber Videos und so, ne? Hammer. Aber das Ding ist, die Leute haben einfach einen gebraucht, der als erstes vortritt. Weil die Angst einfach viel zu groß ist. Ja, genau. Ich selber war nie Moslem, ich bin seit immer Christ gewesen. Aber ich war immer so, lass jeden so sein Ding machen. Und als ich dich da gesehen habe, dachte ich mir so, kann das echt sein, Alter? Ist das wirklich so? Weil man kennt das ja gar nicht. Ne? Weißt du, was ich meine? Man kennt sowas gar nicht, dass die Leute andersrum konvertieren. Und dann habe ich das mal befolgt und ganz ehrlich, krass. Also, was du machst, ist echt krass. Und ich finde auch nicht, dass du irgendwie Hass verbreitest, sondern einfach mal, weiß nicht, wie du sagst, die Wahrheit. Er zitiert doch einfach nur die Schriften. Ja, ja. Ich meine, ich kenne sie ja nicht, ne? Bin ich dir ehrlich, ich kenne die alle nicht, die Schriften. Aber wie die Leute gerade gesagt haben, er verbreitet Hass. Nein, ich sehe gar keinen Hass. Hass sieht anders aus. Und wenn sie sagen, dass es Hass ist, dann sagen sie ja damit eigentlich indirekt, dass ihre Schriften Hass sind. Und das ist natürlich klug, das zu sagen. Das ist sehr klug. Guck mal, schon wieder, der Imad, der tut da die Leute als H-Punkt-Sohn beleidigen, ey. Guck mal, nicht mehr normal, ey. Wer? Imad heißt der, ich kann ihn nicht blockieren. Ich glaube, hier meine Maulis oder was kümmert sich drum, oder was? Hast du noch eine Frage, Maurizio? Nazario, aber ist nicht schlimm. Nein, nein, ich wollte Nazario. Dir nahelegen, dass es cool ist, dass du das machst. Ja, halt immer am Ende Jesus Christus fest. Das ist dein Kompass zum ewigen Leben. Also die Bibel sowieso das Wort Gottes und das Wort Jesus Christus und sein Werk, sein Sühnewerk am Kreuz. Das auf jeden Fall. Er ist dein Gott. Halt. Ja, so, 100.000 Likes erreicht. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Alles viel Spaß bei der Arbeit. Ja, danke. Wir dir auch. Gott segne dich. Danke, dich Gott auch. Gott segne. Bruder, wenn du Pause machen willst oder so, was weiß ich was, halt dich nicht zurück. Schmeiß mich einfach raus, wenn du deine Ruhe haben willst. Ja, danke. Wenn du deine Ruhe haben willst, dann bin ich sauer. Wenn ich meine Ruhe haben will, dann sage ich, jalla, ich wollte jetzt gehen. Ich Aber es ist schon extrem heftig, ne? Was der Rob Christian so einem auch zeigen kann. Der geht auch nochmal tief in die Materie ein. Ne? Ja. Ja, Riesenvorteil. Das wäre nicht schlecht, dass man so einen Aufruf machen würde, mit jemandem, der so eine Minute simultan dann übersetzt. Ne? Eine Minute Redezeit, eine Minute Redezeit. Eine Frage von dort, eine Frage von dir.
So wäre okay. Gut, ne? So wäre okay, anstatt in 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Das ist voll der Schmerz. Ja. Das muss ja schnell gehen, damit die Leute auch genau wissen, was da Sache ist, ne? Ja, genau. Weil wenn jemand 20 Minuten lang redet, du kannst ja nicht 20 Minuten alles behalten. Das ist ja Quatsch. Genau. Also muss das in kleineren Abschnitten sofort getätigt werden. Also so eine Minute höchstens oder anderthalb Minuten Redezeit. Mhm. Und dann versucht der andere darauf zu antworten. Antwortet der und dann geht die nächste Frage. So immer weiter. Bruder, aber der, ja, der Quint macht es natürlich heftig. Ne? Der macht das Bruder. Direkt one-on-one und dann wird das per Screen gezeigt. Ne? Bruder, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber du bist ja auch schon ein bisschen etwas älterer Jahrgang. Ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber früher war das so, wenn du einen Film angeguckt hast, dann kam da mal eine Werbung, vielleicht in der Mitte des Films, so dass man gegangen ist und Chips geholt hat oder was weiß ich was. Schau mal heute Fernsehen, Bruder. Die Leute haben eine Aufmerksamkeitsspanne von Goldfisch. Ich schwör's dir. Alle 10 Minuten Werbung. Die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Ohne Witz. Ja, das ist echt heftig, ja. Ja, durch TikTok sind die meisten ja noch abgestumpfter und haben keine Lust mehr, irgendwie etwas länger durchzuhalten, durchzugucken und so, ne? Ja. Das wird alles verifiziert, immer weniger und immer weniger, ne? Ja. Deswegen sind mehr aufnahmefähig. Deswegen sind die Shorts die beliebtesten Videos. Ja. Jetzt will Roy wieder, hat noch eine Frage. Zu lang zu schreiben, sagt er. Was ist passiert? Der Roy, wo vorhin hoch war, sagt, ich habe eine wichtige Frage. Es ist zu lang zum Schreiben, sagt der Herr. Er ist echt ein sehr guter Junge, wirklich. Er hat auch sehr viele Zuschauer, ey. Er macht ja, möge der Jesus zu sich ziehen. Er macht gute Arbeit in seinem Bereich. Möge er auch irgendwann hoffen, inshallah, ein Töbestaffel. Nein, Mann, was für Töbestaffel. Hoffentlich wird er irgendwann auch mal ein Christ. Ich habe immer noch diese Muslim-Tipps in mir. Ich sage immer noch Inshallah und Töbestaffelullah und solche Sachen. Servus. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Wie viele Pakete hast du schon heute ausgeteilt? Oh, so einige. Wolltest du deine Arbeit als Leichtkohl? So ein Leichtkohl, Dr. Scherer-Familie. Jeder kriegt sein Paket. Ich habe eine kurze Frage. Jesus ist. Guck mal, ich habe mal eine Frage und sagte, Jesus ist so barmherzig, oder? Jetzt kommt's. Ja. Hörst du mich? Du weißt, dass Jesus ja nicht mal zu den Tieren barmherzig war. Wie kannst du sagen, dass er zu Menschen barmherzig war? Wenn der Herr uns erlaubt hat, Tiere zu essen, wer sind wir, dass wir sagen nein? Also Jesus hat in Markus 5, Vers 11 2000 Schweine getötet, ertränkt. Die sind kläglich ersoffen. Was? Weißt, kennst du das? Du weißt, dass Jesus in Markus 5, Vers 11 Dämonen aus einem Mann ausgetrieben hat in 2000 Schweine und sie dann ersaufen lassen hat. Ist das barmherzig? Du weißt. Guck mal. Ja, ist das keine gute Tat? Der Unterschied zum Koran und zur Bibel ist, in der Bibel steht niemand, wenn du die Möglichkeit hättest, warte mal, jetzt warte, ich war anders, wenn du die Möglichkeit hättest, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Tierleben zu retten oder ein Menschenleben retten zu retten, was würdest du machen? Also Gott ist groß, also der Gott der Muslime ist groß, er kann das auch so machen, ohne zeig mal wie, ohne 2000 Schweine zu töten. Das ist ja Gott der Muslime beim Herzen. Und zeig mal wie. Und du weißt ja. Ja, bring mal einen Beweis. Antwort, Adel, schwach. Ich bin enttäuscht von dir. Sehr, sehr schlecht. Ja, zeig mal wie. Erstens hätte das nur ein Schwein machen können, nicht gleich 2000 Schweine töten. Ja, okay, das muss aber zugehen. Ein Schwein hätte ja gelangt, oder? Bitte? Was würdest du denn machen? Würdest du jetzt ein Menschenleben retten oder ein Tierleben retten? Nochmal die Frage, warum
Amir, warum muss er gleich 2000 Schweine töten? Ja, ich sage ja, wirst du lieber ein Menschenleben retten oder ein Tierleben retten? Guck mal, der Gott der Muslime ist barmherzig. Also steht ihm. Warte, stopp. Der Gott des Islams ist barmherzig. Ich antworte dir sehr klar drauf. Hast du gerade gesagt, der Gott des Islams ist barmherzig? Ich antworte dir drauf. Warte mal kurz, ist der Dämon denn die Schweine? Der Gott der Muslime ist sehr barmherzig. Aber wir bleiben mal bei dem, was ich dich gefragt habe, wenn du Natze, die Antwort Natze, hast. Natze, ist der Dämon? Natze, willst du jetzt den Kindergarten machen? Natze, er kann nicht antworten. Natze, du bist ja so schwach, ich dachte, du wärst intelligent. Jetzt gib doch mal Ruhe. Ich hab dich doch gerade in den Kindergarten. Ist der schlecht? Ist der Dämon? Warum muss Gott 2000? Hey, sei mal kurz ruhig, ey. Wir können ja nicht die ganze Zeit durcheinander reden. Das kann doch nicht normal sein. Ist der Dämon, der wo in der Frau drin war, ist das nicht Legion gewesen? Es ist ja ultra schlimm, ey, dass man mit sowas hier um die Ecke kommt. Ja, was würdest du denn machen? Was würde denn jeder von uns machen? Würde ein Menschenleben retten oder ein Tierleben retten? Ich würde ein Menschenleben retten. Amir, der Dämon, der wo in der Frau drin war, war das nicht Legion? Ja. Legion, ich weiß nicht, ob Natze Bescheid weiß, aber Legion besteht nicht nur aus einem Dämon. Ja, richtig. Legionen sind ja, kannst ja mal nachgoogeln. Also, das ist nicht nur ein Dämon. Legion sind mehrere Dämonen. Das ist deine Antwort. Möchtest du dich also besinnen oder willst du einfach einen Blödsinn erzählen? Aber wenn du von der Barmherzigkeit des Gottes des Islams mal reden möchtest, dann kannst du mal die Sure Al-Kahf aufschlagen. Das ist die 18. Sure. Da kannst du mal zur Sure 74, also zur 18 gehen, Vers 74, da siehst du mal die Barmherzigkeit von Allah. Dass er einen unschuldigen Jungen, der das Alter der Pubertät nicht erreicht hat, einfach massakrieren lässt durch Kredit. Durch Vermutungen. Vermutungen. Er war sich nicht mal sicher. Das nennt er Barmherzigkeit. Diese Frage mit Legion ist ja schon mal geklärt. Legion sagt, dass das mehrere Dämonen. Nochmal, warum muss man 2000 Schweine töten? Warum ich muss man 2000 Schweine ersäufen? Auf klägliche Art und Weise. Die Antwort, und du nicht mehr erzählen, dass das die Antwort. Ich hab dir doch gerade geantwortet. Jesus ist barmherzig, der wird dich auch barmherzig. Ja, ich bin wohl gehört. So barmherzig ist der. Was ist das schlecht? Du kannst ja gar nichts. Du hast ja gar nichts drauf. Was ist der Mann? Aber Pakete austragen kannst du. Guck mal bitte, Leute, guckt euch den mal bitte an. Ey, guckt euch bitte an. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, Was für eine behämmerte Frage, die stellt. Jetzt kommt der Schlafo. Selber kaputt, so weit beim Schweine. Natze, keine Sorge, du kriegst auch dein Paket. Jetzt erzähl doch, komm, erzähl doch, warum muss dein barmherziger Gott 2000 Schweine töten? Dein Gott muss 2000 Schweine töten, Amir. Jeder von uns würde natürlich das Thema eines Menschen Gott kennen, den barmherzigen Gott, den gerechten, und nicht 2000 Schweine töten, Junge. Dein Lachen bringt dich nicht weiter. Dein Lachen hat dich zum Pakete verteilen geschickt. Pakete verteilen kannst du. Aber mehr nicht. Antworte mir drauf. Warum muss ein Gott 2000 Schweine töten? Der Lachen. Kann nicht mal drauf antworten. Was für ein Dengoin. Ist das ein kaputter Wahnsinn. Tut mir leid, Herr, aber das ist ja geisteskrank. Er bekommt Antworten. Was für ein Vergleich. Er bekommt Antwort, ist nicht zufrieden und dann lacht er sich einfach einen ab, damit er das überspielen kann. Aber wie der Honor lacht. Ja. Aber das war ein guter Spruch. Mal, merkt ihr den Amir? Mit Pakete verteilen. Merkt ihr den Spruch? Der war gut. Der war gut. Das ist einfach nur krank.
Aber selber ruft er dann Leute an, die sein Paket dann da liefern, ne? Ja. Aber macht sich dann so lustig bei Leuten, die dann irgendwas da für ihn da hinbringen. Oder allgemein irgendwas. Kannst du nächstes Mal sagen, dann kannst du das nächste Mal sagen, keine Sorge, mein Freund, du kriegst auch noch dein Paket von mir. Sie haben schon zu mir gesagt, sei nett zu mir, sonst kriegst du dein Paket nicht. Das war gut. Roiriki, stell deine Frage. Ich aber weiß, dass er dann auch den Islam verteidigt hat. Hast du gemerkt, dass er den Islam so dann noch verteidigt hat? Ja, das war gar keine Verteidigung, aber lass uns mal durchgehen. Ja, gut, als er gesagt hat, dass Allah ja barmherzig ist, also seine Barmherzigkeit. Ich sehe, wie barmherzig Allah ist, als er einen unschuldigen Jungen von Khidr enthaupten ließ. Das ist aber sehr, sehr schön. Bruder, er ist schon barmherzig, weil er tut dem Menschen seinen Hals mit einer scharfen Klinge durchschneiden, anstatt mit einer stumpfen Klinge. Das ist die Barmherzigkeit Allahs liegt darin, uns die Helden scharfen Messern durchzuschneiden. Das genau. Wäre natürlich unbarmherzig mit stumpfen Messern. Genau, das ist schon barmherzig, Bruder. Danke für deine Barmherzigkeit. Rahmat al-Ari. Der Roy Ricky fragt schon die ganze Zeit, lass mich hoch. Ich glaube, er hat wirklich ein Herzensanliegen. Ja, erstmal kommen andere hoch. Ja. Nicht aufregen, Amir, 2000 tote Schweine. Sei doch froh, Natze, 2000 worüber man sich Gedanken macht, ne? Worüber man sich Gedanken macht, ne? Das ist unglaublich, ne? Und dass er nicht darauf dann antworten will, was würdest du denn eher retten, Menschen oder Tiere? Und dann lacht er sich einfach kaputt. Also wie kaputt kann man noch sein? Er ist militante Veganer, 2.0. Ja, ist doch so. Er ist ein Fan von militante Veganerin. Was jetzt passiert, ja, hängst du fest? Was? Keine Ahnung, hat gerade so ausgesehen, als ob du festgehangen bist. Ich weiß nicht, hört man mich gut? Ja, super. Mit Ü. Super. Superlativ. Mit Ü. Mit Ü. Ja, Mann, James Bünd fährt Pirsche. Voll der süße Name, ja, Sunny Chick. Er hat einen süßen Namen, ja, Sunny Chick. Sunny Chick. Jetzt ist er raus. Er ist rausgegangen, Leute. Aber er hat einen süßen Namen, ja. Er ist out of control. Aber er kommt wieder. Er kommt wieder. Er ist wie Herpes. Nein, das bin ich. Ich bin nicht der Herpes. Alles gut, das weiß ich. Aber jetzt erstmal zu dem Vorredner hier. Also das habe selbst ich kapiert. Also wenn eine Legion kommt, dann braucht es wohl 2000 Schweine, um den Gott oder den Dämon da auszutreiben. Nur so nebenbei. Aber ich habe mal eine ganz wichtige Frage, weil das ist eine ganz oft oder das ist eine Thematik bei mir, die ich oft habe. Und du bist ja, was das angeht, heißt der Ex-Muslim. Das heißt, du bist ja mit dem Koran zu 100% vertraut, ne? Und wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, kann ich sicher sein, dass du mir eine vernünftige Antwort gibst darauf. Was denn für eine Frage? Zumindest nach bestem Gewissen. Pass auf, ganz oft wird bei mir im Live habe ich oft die Problematik zu sagen, dass der Islam oder dieser radikale Islam nicht nach Deutschland passt. So, als Beispiel wird oft bei mir benannt, dass eine Frau, die den Ehebruch vollzogen hat und 4 unabhängige Zeugen anwesend waren, dass diese Frau dann mit einer Strafe zu rechnen hat. Diese Strafe, die sie dann, also ich habe die unterschiedlichsten Antworten gehört, von Fingerschnipsen auf den Arm
bis Steinigung, bis allen möglichen Sachen, egal ob es nur ein Schnitzel oder sowas ist, ich habe mit allem ein Problem. Aber mich würde es wirklich mal interessieren, wie es dann wirklich ist. Was erwartet eine Frau, wenn sie Ehebruch vollzieht und vier unabhängige Personen es gesehen haben, mir kackegal, ob der Fall schwer eintretbar ist. Es geht wirklich nur um den Fall, dass es eintreten könnte. Es ist passiert, eine Frau ist fremdgegangen. Vier unabhängige Personen haben sie dabei erwischt, gesehen. Und nun hat die Frau eine Strafe zu erwarten nach dem Islam und jetzt möchte oder nach dem Koran. Und nun möchte ich wissen, welche Bestrafung ist das? Ich habe nur einen Satz. Das mit den Fingerschnipsen kannst du schon mal beiseite schaffen. Jetzt kann Amir weitermachen. Ja, der Mohammed sagt ja durch seine Hadithe, die auch übermittelt wurden, ne, von Bukhari, Muslim und Co., dass man Ehebrecher steinigen sollte. Ne? Das sagt er zu Genüge in den authentischen Überlieferungen. Dass wenn jemand bei Ehebruch erwischt wird, dann soll er sterben. Deswegen sagt er, in drei Fällen ist das Blut eines Muslims erlaubt. Wenn er Zina begeht, also Ehebruch, wenn er die Religion verlässt. Oh Mist, du hängst, scheiße. Du hängst, ich höre nichts, kacke. In diesen drei Fällen ist das Blut eines Muslims. Moment, du hängst, du musst dich wiederholen, leider. Du hast eben total gehangen. Ich habe nichts gehört. Kannst du dich bitte nochmal wiederholen? Ich habe nichts gehört. Deine hörst Fahnen du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, der Mohammed hat gesagt, in drei Fällen ist das Blut eines Muslims zu vergießen. Einmal, wenn er selber einen tötet, also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dann haben wir den Ehebruch, wenn jemand beim Ehebruch erwischt wird. Und wenn er die Religion verlässt. In diesen drei Fällen ist das Blut eines Muslims erlaubt. Alter Schwede. Das ist ja krass. Zu vergießen. Das ist mal eine Aussage. Und mit dieser Information kann ich mich zu 100% sicher sein, dass es an dem ist. Scheiße, der Empfang ist weg hier. Hallo? Hallöchen. Hallo? Das kommt gleich wieder. Shay, kannst du mich hören? Ich bin wieder da. Könnt ihr mich hören? Na, ein bisschen abgehakt. Fahr mal nicht so schnell. Also in diesen drei Fällen, die du eben benannt hast, ist es auf jeden Fall richtig, dass wenn die Frau Ehebruch begeht und vier unabhängige Zeugen dabei sind, dass sie dann eine Bestrafung zu erwarten hat. Und eine zusätzliche Frage ist noch, es wurde mir auch gesagt, dass es manchmal sogar Fälle gibt, wo die Frau darum bittet, bestraft zu werden. Ist das auch richtig? Bitte was? Dass die Frau darum bittet, bestraft zu werden. Ich glaube, es gibt ein Hadith, wo diese eine Frau dann bittet, gesteinigt zu werden, aber das hört sich ja selbst sehr, sehr komisch an. Sie wird dann vor ihrem Kind, also der Mohammed hat sie weggeschickt, da und diese Frau musste dann ihr Kind halt ein Jahr lang stillen. Und dann hat Mohammed sich vergewissert, dass die Frau, also dass das Kind abgestillt wird und danach haben sie gesteinigt. Ne? Unglaublich. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Mohammed hat selber zwei Juden gesteinigt, Jüdinnen. Der Prophet steinigte Juden. And I was among those who stoned them. I saw the man trying to shield the woman from the stones. Sunan Ibn Majah 2556. Aber ich denke, im Islam ist die Mutter so heilig. Ich verstehe das nicht. Es ist doch eine Mutter. Ja gut, wenn sie dann Ehebruch begann, also wenn sie dann etwas getan hat, was islamrechtlich mit dem Tode bestraft wird, dann wird das vollzogen, ne?
Aber das ist doch ein Widerspruch in sich. Der Islam ist ein einziger Widerspruch, mein Freund. Und der Mohammed hat weiterhin einen Juden und eine Jüdin gesteinigt. Jamia Tirmidhi hat dies 1436. Jamia Tirmidhi hat dies 1436. Alter Schwede. Wieso kriege ich so eine Aussage zu hören mit dem Fingerschnipsen? Wie kommt man darauf? Wie meinst du mit dem Fingerschnipsen? Also wenn ich mich mit einem Muslim unterhalte, der verteilt dich natürlich die Sache und sagt, du pass auf, eine Mutter ist also das höchste Gut so ungefähr und der würden wir nie wehtun, wenn dann höchstens ein Fingerschnipsen. Sie würde ein Fingerschnipsen auf den Arm beispielsweise bekommen als Strafe. Also es wird die eigentliche Strafe, die ich eben von dir gehört habe, mit der Steinigung schön geredet und diese Bestrafung ist gar nicht so hart, es ist ein Fingerschnipsen. Schau mal, Roy. Siehst du mein Bildschirm? Zwar ist ja mein Bildschirm nur klein, aber schau mal, wie viel das ist, was nur von Steinigung handelt. Alter. Schau, wie viel das ist. Ist das jetzt der Koran, den du da zeigst, oder sind das Begebenheiten? Schau, wie viel das ist. Ich habe für dich eins übersetzt, kann ich dir vorlesen. Schau. Ja, mach mal bitte. Ich habe eins von denen für dich übersetzt, schau hier. Okay? Schau. Abdullah, gebürtig Abbas, berichtete, dass Umar bin Khattab saß auf der Kanzel des Gesandten Allahs, möge Friede auf ihm sein, und sagte wahrlich, Allah hat Mohammed, möge Friede auf ihm sein, mit der Wahrheit gesandt. Und er hat das Buch auf ihn herabgesandt. Und der Vers über die Steinigung war darin enthalten. Zu ihm herabgesandt. Wir haben es rezitiert, im Gedächtnis behalten und verstanden. Allahs Gesandter, möge Friede auf ihm sein, verhängt die Strafe der Steinigung zum Tode für den verheirateten Ehebrecher und der Ehebrecherin. Und nach ihm verhängten wir auch die Strafe der Steinigung. Ich fürchte, dass im Laufe der Zeit die Menschen vielleicht vergisst er es und sagt, vielleicht, wir finden die Strafe der Steinigung nicht im Buch Allahs und gehen daher in die Irre, indem wir von Allah vorgeschriebene Pflicht aufgeben. Die Steinigung ist eine im Buch Allahs festgelegte Pflicht für verheiratete Männer und Frauen, die Ehebruch begehen. Wenn Beweise vorliegen, eine Schwangerschaft vorliegt oder ein Geständnis vorliegt. Hast du selber lesen können? Ja, nee, also ich bin gerade geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe das auch nicht. Wieso wird beispielsweise der Koran nicht reformiert? Wir haben ja beispielsweise das Alte und das Neue Testament. Weil ja auch damals im Christentum sind ja einige Sachen ein bisschen blöd gelaufen, sagen wir es mal so. Wieso wird der Koran nicht reformiert? Weil man ohne Scheiß, wenn ich mir das überlege, eine Steinigung ist am Ende doch, es ist doch... Im Koran ist da der Mensch, das Menschenleben nichts wert? Ja. Jesus Christus ist gekommen, um unsere Religion zu vervollständigen. Christus ist gekommen und hat nicht gesagt, dass er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Vorherige abzuschaffen. Ich bin gekommen, um die Religion zu vervollständigen. Er hat nichts anderes gesagt. Und ich verstehe das auch genauso. Ich verstehe nicht, was da Muslime in die Bibel hineininterpretieren. Ganz ehrlich, ich finde es immer wieder lustig, wenn Muslime die Bibel lesen. Immer wieder. Ich finde es viel mehr fragwürdig, wenn ein Muslim den Koran gegenliest zu der Bibel. Dann stelle ich eins höchstpersönlich für mich selber nur, stelle ich eins fest. Also in der Bibel ist das Menschenleben so viel wert, dass ich sogar ein Tier dafür opfern würde. Beispielsweise mit der Austreibung, was vorne der Typ mit der Schweine gesagt hat. Ne? Nee. Und pass auf, und im Koran
Im Koran ist das Menschenleben nicht mehr wert als der Koran selbst. Ja, siehst du ja tagtäglich. Aber ich verstehe das nicht. Wie kann man denn, immer ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, mal ganz ehrlich, die quatschen alle von Menschenrechten und all so einem Scheiß. Da kann ich nicht verstehen, wie man dann den Koran so in den Himmel heben kann. Alter, da werden Menschen, da werden Menschen gesteinigt, da werden Menschen verletzt, da werden Mütter zum Tode gesteinigt. Ja. Wie geht sowas? Ein Stück Papier hat mehr Wert als ein Menschenleben. Nee, hat es nicht. Doch. Nein, hat es nicht. Gott, mal ohne Scheiß, wir sind alles Gottes Geschöpfe. Ja, schon. Aber trotzdem hat ein Stück Papier, der Koran, ein Stück Papier mehr Wert als ein Menschenleben. Du kannst in manchen islamischen Ländern rumlaufen und einfach so behaupten, hey, der hat den Propheten beleidigt. Weißt du, was die mit dem machen? Die zünden den an. Was? Die zünden den an. Nicht dein Ernst. Schau mal das letzte Video in meinem Kanal, was ich hochgeladen habe. Schau dir das letzte Video an. Pro Jahr werden in der islamischen Welt 4000 Leute angezündet. Und das sind nur die Leute, die wo angezündet werden. Die Leute, wo abgestochen werden, erschossen werden etc., sind da gar nicht mit eingerechnet. Ich meine, ich finde das ja schon erschreckend. Hast du das mitgekriegt, was in Castrop-Rauxel passiert ist? Wenn du es mir ein bisschen erklärst, vielleicht weiß ich es dann. Da sind in Castrop-Rauxel, da sind, sag mal, guckst du keine Nachrichten? Na, egal, pass auf. In ich schaue wirklich keine Nachrichten mehr, kein Fernsehen mehr. Schon nee, aber man kann sich danach richten und dann weiter recherchieren, dann hat man einen Anhaltspunkt, weil unsere Medienlandschaft liegt uns ja sowieso nur an. Das ist ja schon mal Fakt. Aber in Castrop-Rauxel, um es mal zu Punkte zu bringen, gab es das Problem, dass eine, und pass auf jetzt pass auf, wie es dargestellt wird in den Medien, es wird gesagt, eine Gruppe von Männern, von 80 Personen, mit Macheten und Knüppel aufeinander losgegangen sind. Da ging es am Ende, erst wurde gesagt, dass es um ein nicht eingehaltenes Eheversprechen ging. Und dann wurde gesagt, dass es Probleme innerhalb eines Hauses gab, dass ein Mann eine andere Frau bedrängt hat, immer und immer wieder. Und die Ausschreitung deswegen, also ich könnte noch nicht mal sagen, was am Ende jetzt wirklich stimmt. Also das wird durch die Medien ziemlich komisch durchgetragen. Ja. Und es ist so weit ausgeartet, dass ein ganzer Stadtteil gesperrt werden musste und danach sogar Aufrufe von unterschiedlichen Formen dieser Religion da gegeneinander gehetzt haben, Aufrufe von irgendwelchen, ich weiß nicht, wie man zu diesen Leuten sagt, Imanen oder Sprechern oder keine Ahnung, stattgefunden habt und wir werden uns erheben und wir werden sie niedermachen, so auf gut Deutsch gesagt, weißt du? Und das ist dann ausgeartet bis nach Essen, dass da richtige Ausschreitungen vonstatten gegangen sind. Yeah. Und das aufgrund dieses Glaubens. Wenn ich mir das überlege, wenn man sagt, eine Gruppe von 80 Männern mit der Begründung... Da siehst du mal, was für eine Autorität die haben. Ja, aber das kann doch nicht sein, Alter. Wir leben hier in Deutschland, Alter. Was ist denn da los? Ja, siehst du doch. Du siehst, was für eine Autorität die haben. Das ist doch nicht normal. Das ist der Wahnsinn. Ohne Scheiß, ist denen eigentlich bewusst, dass sie in dem Land, in dem sie leben, dieses, was sie hier nutzen, unseren Rechtsstaat und die Vorzüge, die jeder einzelne von denen hier hat, dass sie das damit kaputt machen? Ist das dieser Bevölkerungsgruppe klar? Mein Freund, die Grünen diskutieren ja bereits Teile der Scharia, die wo konform sind mit der hiesigen Grundgesetz, mit dem hiesigen Grundgesetz. Die Grünen haben völlig einen an der Palme. Die Grünen, genau. Das müssen wir mal überlegen, die Grünen, das ist eine Partei, die hatten in ihrem Wahlprogramm beispielsweise Kinderehen, halten die für gut. Weißt du, befürworten die. Mal ganz ehrlich, jeder, der die Grünen wählt, wählt für mich eine pädophile Partei. So, ganz ehrlich. Und das kann ich, also egal was von den Grünen kommt, da kommt nur Mist aus der Ecke. Nur Mist. Die haben bis jetzt nichts Gutes für uns getan. Die haben nur Mist verzapft. Ja. Das ist ja das, was ich meine gerade mit dem Ding, weißt du, wenn ich sage... von der Scharia, ey Alter, wir haben ein Grundgesetz. Dieses Grundgesetz ist auf jeden Fall faktisch gesehen haben wir dieses Grundgesetz ja nicht richtig. Aber es ist auf jeden Fall ein Leitfaden, nach dem wir leben. Mein Freund Roy,
Die Grünen sind nicht dumm, die Grünen sind schlau. Die sehen ganz genau die demografische Entwicklung in diesem Land. Die wissen ganz genau, wer die Mehrheit in 10, 20, 30 Jahren... Warte mal, wo du gerade Mehrheit sagst. Ich muss dich mal unterbrechen. Entschuldigung, da habe ich noch eine ganz große Wissenslücke. Ist es richtig, dass es heißt, wenn die Mehrheit in einem Land muslimischen Glaubens ist, beispielsweise, dass sie dann die Scharia fordern und einführen können? Schau doch meine Videos an. Also habe ich recht mit dem. Schau dir meine Videos an. Da geben es sogar Sheikhs selber zu. Ich muss das dir nicht erzählen. Guck mal, ich erzähle ungern das von mir selbst aus. Weil die Leute. Warte mal. Für die Leute, weil wir sind hier fast 400 Leute, so doof wie sich das anhört. Wir beide wissen, worüber wir uns unterhalten, aber vielleicht wissen das einige nicht. Erklär doch mal diesen Leuten, die gerade da sind, weil der Host ja gerade pausiert ja gerade, aber die Leute hören uns. Von daher würde ich dich darum bitten, erklär diesen Leuten doch mal, was es bedeutet, wenn die Scharia in Deutschland eingeführt werden würde. Und was die Scharia überhaupt ist. Und erklär ihnen auch, was die Scharia ist. Guck mal, warte. Weißt du, warum ich das ungern mache? Einfach nur aus dem folgenden Grund. Weil die sagen dann, das kommt aus dem Mund, keinen Wert. Deswegen würde ich dir gerne zeigen, wie jemand mit Autorität das sagt. Aber jetzt ist Armin auch schon wieder da. Wahrscheinlich kann dir der Armin auch einiges dazu erzählen, weil der kennt sich da auch in dem Thema sehr gut aus. Worüber spricht ihr denn gerade? Also ich habe ganz ehrlich, Amir, also ich musste ganz ehrlich sagen, hier ist das gerade richtig abgegangen. Ich habe hier Sachen zu hören gekriegt eben, das ist ja der Urknall. Wir waren gerade beispielsweise in Essen gerade, wo eine Gruppe Männer von 80 Personen mit Knüppel und Macheten aufeinander losgegangen ist und es nach außen so getragen wird, dass du auch unterschiedliche Informationen kriegst, wie beispielsweise, dass ein nicht eingehaltenes Eheversprechen daran Schuld hat, womit man weiß, welche Gruppe gemeint ist, weil es ja nicht nach außen getragen wird. Ich verstehe auch nicht, wieso, dass ein ganzer Stadtteil in Essen abgesperrt wurde, dass die in Kattrops-Rauxel abgesperrt wurde und dass diese Ausschreitungen nach Essen übergeschwappt sind, dass einzelne Gruppierungen gegenseitig aufrufen nach dem Motto, in meinen Worten, wir werden sie niedermachen, wir werden uns wehren. Und dann da richtige Ausschreitungen vonstatten kommen. Und dann sind wir in die Gesprächsform gekommen, dass ich gefragt habe, ob es eigentlich richtig ist, dass wenn die Mehrheit der Muslime in Deutschland eine Mehrheit darstellt oder eine Mehrheit in Deutschland der Muslime da ist, dass sie dann die Scharia fordern und fordern können und das dann auch haben wollen. Und dann sind wir darauf gekommen, zu sagen, was bedeutet eigentlich die Scharia für die Leute, die vielleicht von der Sache nicht so viel Ahnung haben. Die müssen die fordern. Was die Scharia in ihrer Auswirkung bedeutet. Was das heißen würde, wenn die Scharia in Deutschland eingeführt werden würde. Ja, die Scharia beinhaltet ja das gesamte Leben eines Muslims, ne? Wie er auf Toilette zu gehen hat, mit welchem Fuß er wieder rauskommt, was er isst, wie er sich zu kleiden hat. Also das ist der absolute Wahnsinn. Diese Religion ist nur dazu bedacht, den Menschen von morgens bis abends so weit zu erziehen, dass er quasi wie so ein Roboter nur noch Allah anbetet sozusagen. Und sollte er es auch eines Tages wagen, aufzuhören zu beten, dann muss er auch noch hingerichtet werden. Weißt du, aus Faulheit oder sonstigen Gründen, ne? Sich mal vorstellen, wie heftig der Islam ist, was der Islam da macht. Passt. Und viele hier in Europa sind das nicht gewöhnt, unter Scharia zu leben. Es wird also ultra schlimm für sie werden, wenn eines Tages die Scharia hier eingesetzt wird. Ja, aber das wird ja nicht dazu kommen. Ja, aber Sheikh sagte eben gerade beispielsweise, dass die Grünen, das wusste ich beispielsweise noch gar nicht, da muss ich mich erstmal schlau machen, dass die Grünen beispielsweise prüfen lassen, ob ein Teil der Scharia eingeführt werden kann. Ein Teil der Scharia ist doch schon längst eingeführt worden. Die haben ihre eigenen Scharia-Gerichte, klären alles außerhalb des Staates. Friedensrichter? Das sehen wir doch schon. Friedensrichter? Ja. Da sehen wir doch schon, dass die Scharia schon eingesetzt ist in verschiedenen Teilen, wo die Muslime die Mehrheit will. Ist doch klar. Die, Frieden,
Die Friedensrichter sind zwar nicht offiziell eingefügt, aber es ist allgemein bekannt, dass die Grünen bereits letztes Jahr im Bundestag das diskutiert haben, dass man Teile der Scharia, die wo mit der allgemeinen Rechtsordnung hier in Deutschland konform sind, dass man darüber nachdenkt, die hier einzuführen. Und du musst dir eins vordenken, sobald man von dem Kuchen, nicht nur von dem Kuchen, sobald man ein Stück Scharia, sobald man die Tür nur ein Zentimeter öffnet, ich wette mit dir, um was du willst, die Muslime werden immer weiter und weiter und weiter und immer mehr fordern, immer mehr fordern, immer mehr fordern. Das war genauso auch mit den Moscheen. Wusstest du eigentlich, wie viele Moscheen wir mittlerweile in Deutschland haben? Vergiss mal das, in Frankreich gibt es eine Stadt, die hat die höchste Dichte an Kirchen gehabt auf der ganzen Welt. Mittlerweile hat diese Stadt mehr Moscheen als Kirchen. Alter, das ist doch alles nicht mehr normal. Man muss den Muslimen die Rechte zuteilen, die sie den anderen zuteilen. Das ist das Einzige. Man muss den Muslimen nur die Rechte geben, die sie in ihren Ländern ihre Rechte geben. Darf ich mal was fragen? Ich hab mal nur was zum Verständnis. Also wir sind uns, glaube ich, einig darüber, wenn ich sage, Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. Sind wir uns da einig? Ja. Wenn ich mir das jetzt überlege, dass beispielsweise dieser Glaube untereinander nicht miteinander harmonisieren kann, sind wir uns denn einig, dass der Koran nicht nach Deutschland oder der Islam nicht nach Deutschland passt, weil das knallen würde auf allen Ebenen, die ich mir da so vorstellen kann? Nein, der Fakt der Juden spricht schon dagegen, dass das nicht funktionieren kann. Aber wieso wird das denn zugelassen? Und herrsche, mein Freund. Teile und herrsche. Ja, aber es hat ja nachher nichts mehr mit Teilen zu tun. Aber es hat ja nachher nichts mehr. Wartet mal. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, wer ein Buch toleriert in einer Gesellschaft, die eindeutig Pädophilie verurteilt, aber ein Buch toleriert, wo dieser Gott sagt, man kann Kleinkinder heiraten, es gibt kein gewisses Heiratsalter im Islam, ja, wäre ein Riesenproblem schon da. Versteht ihr? Ein Riesenproblem, wer das toleriert. Also ich verstehe das auf jeden Fall. Und was ich jetzt auch verstehe, ist, dass beispielsweise so eine Äußerung vorhin im Chat gekommen sind, ihr werdet sehen, wer siegt. Dass man das als Kampf darstellt. Und ich sage, aus meiner Sicht der Dinge empfinde ich es so, dass der Kriegstreiber der Islam ist, mit dem Glauben des Korans. Und ich finde, dass die Regierung das ganz gerne wollen. Ich finde, die Regierung macht sehr, sehr falsche Schritte, wirklich. Die Regierung, guck mal, was die Regierung macht. Aber das die kannst du irgendwann nicht mehr aufhalten, das ist dir klar, ne? Bro, Roy, die fördern LGBTQ-Rechte auf vollster Ebene, auf allen Ebenen. Ja, die werden sich umgucken, wenn der Koran herrscht. Sie fordern LGBTQ auf jeglicher Ebene. Ich sage nicht umsonst hier, weil die wissen, wie gewaltbereit der Islam in Wahrheit ist. Und gleichzeitig holen die so viele Leute hierher, die gegen diese LGBTQ ist, aber bis aufs Blut. Das ist ganz, ganz verkehrt. Das beißt sich. Hundertprozentig beißt sich das. Eine Seite LGBTQ fordern und auf der anderen Seite Muslime in Scharen ins Land holen. Da wird etwas ganz Schlimmes noch auf Deutschland zukommen. Dazu musst du kein Mathematiker oder was weiß ich was sein, um das zu erkennen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre, habe ich noch mehr Grund dafür, Aufklärungsarbeit zu leisten und dafür zu sorgen, dass die AfD ins richtige Licht gerückt wird. Weil ohne Scheiß, wenn wir das nicht langsam unterbinden, dann haben wir bald keine Chance mehr.
Weißt du eigentlich, was wir in Zahlen, ich sag mal die deutsche Urbevölkerung in dem Sinne, was wir in Deutschland noch ausmachen? Wusstest du das, Schick? Ja, circa 35-40%, glaube ich. Nee, ein bisschen mehr sind wir noch. 56%. Ja, ist auch schon ziemlich wenig. Natürlich einen Großteil der Kultur verloren. Und beispielsweise auch der Glauben, dass wir beispielsweise ein christlich geprägtes Land sind. Und wenn ich mir das überlege, dass der Islam dann beispielsweite, wenn sie eine Mehrheit sind. Teile Europas sind bereits verloren. Ja, aber warum hält man das nicht auf? Weite Teile Europas sind bereits verloren. Es tut mir leid, so hart es auch klingt. Weite Teile Europas sind leider schon verloren. Aber warum hält man das nicht auf? Man kann doch diese Glauben unterstützen, wo Menschen gesteinigt werden, wo Menschen verletzt werden, wo Menschen denunziert werden. Das geht das für mich nicht in den Kopf. Mal ganz ehrlich. Und wenn ich dann noch über. Aber du siehst da, Leute. Ihr seht doch, dass in der islamischen Welt es Leute gibt, die versuchen, den Islam zu reformieren. Aber im Islam haben wir natürlich Muslime, die das nicht zulassen. Die aufgrund dieser Erneuerung, Widder nennt sich sowas, andere Muslime töten. Oh, Amir war das, ne? Ja. Amir, du hast einen schlechten Empfang, du funktionierst wie eine Radarmaschine hier. Mal bist du komplett weg und dann puffert er wieder. Ja, keine Ahnung, hört ihr mich denn? Ja, ab und zu hören wir dich, auf jeden Fall. Aber so blöd, wie sich das anhört, ich würde auf jeden Fall noch mal gerne mit euch unterhalten. Also das hat ja einen absoluten Nährwert für mich. Ah, scheiße. Kommt nichts an. Wir würden nicht mal machen, weil du hast ja auch eine sehr hohe Zuschauerschaft und der Steven, der Brotherhood, der hat ja auch eine sehr hohe Zuschauerschaft. Das sollte man wirklich mal machen. Also man kann das auf jeden Fall miteinander verknüpfen. Das auf jeden Fall. Ich würde mich also, wenn ich weiß nicht, Amir, ob du mich hörst, Schick, ansonsten geht das mal später weiter. Also ich würde mich wirklich freuen. Heute bin ich leider raus, weil ich heute Familiensachen zu machen habe. Aber morgen würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn wir vielleicht mal in die Unterhaltung kommen. Und ich würde mich dann freuen, meinetwegen auch bei dir. Ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen. Ich muss raus. Wir hören uns später. Alles klar.